Sie sind alle Verbraucher. Unsere Arbeit ist, sie aufzuklären. Auf den Hayek-Tagen in Würzburg hat Rechtsanwalt Carlos Gebauer auch das Thema Politikerhaftung angesprochen. Wir im Verein Gesellschaft für Fortschritt und Freiheit haben festgestellt, dass in den letzten Jahren Ihre Rechte als Verbraucher nicht nur eingeschränkt, sondern, um es deutlich auszusprechen, auch massiv verletzt worden sind. Der Vorstand, aber auch die Mitglieder des Vereins würden gerne wissen, ob Politiker für mögliche Fehlentscheidungen, egal auf welchen Ebenen, in Haftung genommen werden können. Rechtsanwalt Gebauer formuliert es so, Zitat, Mandatsträger müssen für ihre Handlungen in der Verantwortung stehen. Zitat Ende. Ich übergebe jetzt an Holger Douglas und bitte ihn, mit den eingeladenen Diskutanten herauszufinden, wie es sich mit der Haftung verhält. Ich danke ganz schön für die warmen Worte. Holger Douglas ist mein Name. Ich bin als freier Journalist unterwegs, schreibe vor allem bei Tiches Einblick und wir produzieren einen regelmäßigen Morgen-Podcast, Morgennachrichten. So, und so viel Einwerbung darf gestattet sein und ich freue mich jetzt auf eine Diskussion, denn die massiven Probleme, die nehmen zu, die werden für jedermann sichtbar, die Energiewende zeigt. Atomkraftwerke werden in die Luft gesprengt, Kohlekraftwerke werden abgeschaltet und wir haben keinen Strom mehr. Die Corona-Krise und auch eine Landwirtschaftspolitik, die bringen es so massiv an den Tag wie bisher relativ wenige politische Entscheidungen. Was machen wir mit einer Politik, die nicht mehr haftet für das, was schief geht? Und darüber wollen wir reden und fangen wir am besten in der Praxis an, Ralf Niemeyer. Sie sind noch politisch aktiv, Sie bewegen sich auf jeden Fall so nah an Politikern wie wenige andere. Ich bitte Sie erstmal ganz kurz sich selber vorzustellen, was Sie machen und dann die Frage zu beantworten, ist denn den Politikern bewusst, dass, was sie anrichten, wenn sie was entscheiden? Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil Verbraucherrechte sind vor allen Dingen Bürgerrechte. Und das will ich jetzt nicht nur an einem bestimmten Beispiel festmachen, aber wir haben, wie gesagt, jetzt die 2 Jahre dieser Pandemie erlebt und erleben müssen. Und das war für alle Beteiligten sicherlich nicht leicht und Leute, die selbstständig tätig waren, die haben um ihre Existenz noch mehr wahrscheinlich fürchten müssen als Leute, die in einem festen Angestelltenverhältnis oder Arbeitsverhältnis waren. Aber zu Ihrer Bitte, mich kurz vorzustellen, also ich bin auch noch immer publizistisch tätig, aber inzwischen auf dem Rückzug dabei. Ich habe über 30 Jahre als Journalist auch gearbeitet und das gibt man wahrscheinlich nie auf, das wird Ihnen auch so gehen, man kann eigentlich nicht sagen, man ist es nicht mehr, wir sind so wie Ameisen, wir haben jeder unsere Aufgaben zu erledigen im Leben und das, was wir sind, sind wir. Aber ich bin auch hier jetzt eigentlich als ein Bürger mit am Tisch, der selber auch betroffen ist durch das, was halt geschieht und deshalb bin ich wieder aktiver geworden in der Politik. Weil ich denke, es ist nicht hinnehmbar, was mit uns geschieht, ob das jetzt von linker oder rechter Politik uns aufoktroyiert wird, was hier geschieht. Alles immer in unserem Namen und zu unserem Besten, wie es ja so heißt. Und ich denke, dass es den Politikern oft vielleicht doch nicht so klar ist, welche Konsequenzen ihr heutiges Regierungshandeln hat, weil sie auch unter einem bestimmten Druck von uns Journalisten sind, da nehme ich mich selbst nicht aus. Ich habe auch oft Druck auf Politiker ausgeübt, indem ich bestimmte Meinungen nach vorne gebracht habe in meinen Artikeln oder gesagt habe, also es muss schneller gehen, das muss besser gehen. Und wenn das alle Journalisten tun, dann lastet ein Druck auf dem Politiker oder der Politikerin. Ich fange das Gendern jetzt nicht groß an noch, aber Sie wissen, wen ich meine. Also wir hatten eine Bundeskanzlerin für 16 Jahre, wo ich doch den Eindruck hatte, ihr war das sehr wohl bewusst, was sie tut.
aber sie war gleichzeitig auch in einer Form wie eine Nichtregierungsorganisation. Man wusste nicht, ist sie jetzt eigentlich in der Regierung? Also die Umfragen sagten immer, Frau Merkel sei die beliebteste Politikerin des Landes. Und gleichzeitig schimpften aber alle immer auf die Politik und auf die Bundesregierung. Da sagte ich, die muss sich disassoziiert haben von sich selber oder von ihrer Regierung. Wie konnte das sein? Und jetzt haben wir einen Bundeskanzler, den ich nicht so persönlich kenne, aber habe ihn natürlich auch schon länger beobachtet, aus der Entfernung zumindest. Und da ist mir letzte Woche aufgefallen, als alle gesagt haben, jetzt müssen unbedingt Waffen geschickt werden. Und er hat dann einmal, fand ich richtig, einen nachdenklichen Satz gesagt, wir wollen doch jetzt nicht einen Atomkrieg vom Zaun brechen oder wir wollen den nicht riskieren. Und dann hieß es plötzlich einhellig von allen Kollegen in ARD, ZDF bis sonst wohin, die haben gesagt, der ist ja entscheidungsschwach. Und da fand ich, war endlich mal ein Moment, wo ein Politiker gesagt hat, ich möchte erstmal noch mal drüber nachdenken, bevor ich solche Schritte gehe, die vielleicht uns alle in eine große Katastrophe führen können. Und da würde ich doch als Bürger dann lieber Beifall klatschen und sagen, gut, dass der noch mal nachdenkt. Aber das wird als Schwäche ausgelegt und jetzt 3 Tage später wurde über diese eigene rote Linie quasi getragen durch die Medien. Die haben gesagt, die Umfragewerte gehen runter bei Ihnen, Sie müssen jetzt was tun und dann plötzlich ging es. Das Gleiche war bei der Impfpflicht. Vorher hat er immer gesagt, keine Impfpflicht. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt eine. Gleichzeitig, als er dann gescheitert ist, hat er es gar nicht bedauert, dass er gescheitert ist. Also man weiß nicht, ist es jetzt eigentlich, wollte er das oder wollte er es nicht? Oder ja, diese Beliebigkeit, die da drin steckt, das ist kein klares Regierungshandeln. Das haben wir bei Frau Merkel auch oft gesehen. Sie hat eigentlich immer reagiert und nicht bewusst agiert. Aber sie wurde von den Medien immer dahin getrieben, das dann zu tun, was die öffentliche Meinung, vermeintlich öffentliche Meinung sei oder die Mehrheitsmeinung. Und ob das die wirklich ist, das wissen wir alle nicht. Ne? Vielen Dank. Neben Ihnen sitzt Rainer Theisen. Sie haben dann juristisch sich mit den Folgen zu beschäftigen von fehlgeschlagenem Politikerhandeln. Können Sie ganz kurz sich selber vorstellen und dann über Ihre Klagen etwas erzählen, was Sie mir vorhin gerade erzählt haben? Naja, also ich bin Rainer Theisen und bin seit 1976 in den Gerichtssälen unseres Landes zu Hause, so kann man das sagen, in Verfahren verschiedenster Art, sei das Zivilrecht, sei das bei den Verwaltungsgerichten oder sei das auch mal als Strafverteidiger. Was mich eben bewegt in unserem Thema, das wir heute besprechen, ist eben vor allem, wie könnte es denn durchzuführen sein, wenn man erstmal die gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat, die meine Mitdiskutanten vielleicht besser formulieren können als ich, aber dann vor Gericht die ganz großen Fragen des Pflichtenverstoßes, des Schadens, die Kausalität zwischen beidem, die Beweisführung durch wen auch immer, durch Sachverständige, oft Schwachverständige, durch Zeugen, ja, wobei der Student, wenn er das Prozessrecht lernt, einen Spruch eingehämmert bekommt. Und der lautet bekanntlich, der Zeuge ist das schlechteste aller Beweismittel. Also das ist ein weites Feld und wenn man denkt, wie bisher die Thematik der Staatshaftung, das müssen wir unterscheiden von der Haftung der Politiker, der Amtshaftung, also wo Amtsträger direkt in Anspruch genommen werden können und letztendlich das strafrechtliche Verschulden von auch mal Politikern zur Debatte steht. Derzeit wird ja der Oberbürgermeister von Frankfurt von der Staatsanwaltschaft, sagen wir mal, liebevoll betreut. Aber das sind dann Fälle, über die wir heute wohl weniger reden werden. Da ist es ganz klar, da bereichert sich jemand persönlich. Das ist, glaube ich, heute nicht unser Thema, denn Frau Merkel hat sich weder bei der Energiewende noch bei der Flüchtlingskrise bereichert. Aber es zeigt diese Bandbreite auf zwischen geltendem Recht mit seinen sehr geringen Haftungsmöglichkeiten, persönlichen Haftungsmöglichkeiten,
und dem, was wir möglicherweise mal auf den Weg bringen könnten. Aber dann das große Problem, wie füllen wir es aus? Wie geht es weiter, wenn das Gericht die Verhandlung eröffnet hat? Das will ich mal so als Eingangsstatement stehen lassen. Noch ganz kurz, Sie hatten ja dem bayerischen Gesundheitsminister auf die Sprünge helfen müssen, auf juristischem Wege. Und das war ja auch in gewisser Weise eine Anklage oder ein Versuch, eine Haftung auch durchzusetzen. Ja, jein. Ich hatte sowohl den Kollegen der Zeit des bayerischen Gesundheitsministeriums, führt der Mann ist ja Anwalt von Beruf, als auch unseren Bundesamtsminister hier vor mir. Kurz die beiden Sachverhalte. Im Fall Bayern hat man die x-te Lockerungsveranstaltung beim Lockdown durchgezogen und den Friseusen wieder erlaubt, ihre Kundinnen zu bedienen. Wunderbar. Dann kam eine Kosmetikerin zu mir und sagte, ich darf aber nicht, wo ist denn da der Unterschied? Habe ich gedacht, da hat sie recht und habe geklagt. Dann wurde die Klage natürlich dem Gesundheitsministerium zugestellt und zwei Tage später hat das Gesundheitsministerium die Verordnung geändert, ganz nach meinem Wunsch. Aber das Gericht hat dann das Gesundheitsministerium doch in die Kosten des Verfahrens verurteilt. Und das wird nicht der einzige Fall gewesen sein. Und das Zweite, was ich sagen wollte, unser Bundesangstminister Lauterbach hatte ja am 14. Januar dieses Jahres das Immissionsschutzgesetz geändert, in dem ja stand, wer genesen ist, da gilt sein Status 6 Monate lang. Dann war über Nacht das Ganze halbiert auf 3 Monate, aber nicht etwa, weil man es im Gesetz lesen konnte, sondern das Gesetz gab nur einen Hinweis auf die Internetseite vom Robert-Koch-Institut. Und dort stand das nun. Und das ist ein juristischer Kardinalfehler, ein Formfehler übelster Art. Ein Jurastudent, der in der Examensklausur diesen Fehler nicht sieht, ja, der fällt durch. Nun muss man sich vorstellen, in so einem Ministerium hier in Berlin, da sitzen Bataillone von Juristen. Ja. Dann machen die schon so einen Fehler. Aber das Allerschlimmste ist, es kam dann zu einer Flut von Klagen vor den Verwaltungsgerichten, die alle gewonnen wurden. Bis auf ganz geringfügige Aufnahmen, auch Richter machen mal Fehler, ja. Aber massenhaft wurden die gewonnen und Lauterbach saß da und sagte, ja, also oder sozusagen, ne, wie man kennt, und tat nichts. Und dann hat das bis Ende März gedauert. Die Verwaltungsgerichte verurteilten reihenweise den Bund, ja. Jedes Mal kostete das ein paar hundert Euro. Den Staat, weil die Anwälte müssen ja auch bezahlt werden und unser Rechtswesen ist ja so, the winner takes it all and the loser pays it all. Und in dem Fall war Loser Lauterbach. Ja? Was der Mann alleine mit diesem klassischen Formfehler und seiner Sturheit uns Steuerzahlern gekostet hat, möchte ich mal gerne wissen. Ich kann mir vorstellen, es waren Tausende von Klagen und das multiplizieren Sie mal mit dem Durchschnitt 500 bis 1000 Euro, je nachdem, dann haben wir einen sauberen Schaden, den wir alle bezahlen. Und da frage ich mich schon, ist das eine Möglichkeit zu sagen, hierfür haftet ein Politiker auch persönlich? Da reicht es nicht, dass die Leute dann irgendwo Recht kriegen und die Leute ihren Anwalt bezahlt bekommen, sondern kann man dann vom Politiker verlangen, Freund, jetzt mach mal die Tasche auf. Dankeschön. Andreas Tietke, darf ich Sie kurz vorstellen, darf ich Sie kurz bitten, sich vorzustellen? So. Ja. Und wie sehen Sie das? Sie haben sich auch mit Impfzwang beschäftigt. Ja, also mein Name ist Andreas Tietke. Ich bin Rechtsanwalt, Unternehmer und Praxeologe. Das heißt, ich beschäftige mich mit Handlungslogik. Die geht zurück auf Ludwig von Mises, der in dieser Runde vielen wohl ein Begriff sein dürfte. Einer der bedeutendsten Ökonomen der österreichischen Schule, der eben gesagt hat, wir können menschliches Handeln und zwischenmenschliches Handeln nicht mit dem Instrumentarium der Naturwissenschaften begreifen, sondern wir müssen uns einer anderen Methode bedienen als dem Messen zwischen dem Zusammenhängen von Größen
und hat dann eben die Handlungslogik als Methode hierfür entwickelt. Und mit der können wir praktisch von vornherein Aussagen darüber treffen, ob eine Handlung beispielsweise friedlich, freundlich oder feindlich ist. Und ohne, dass wir das jedes Mal testen müssen. Wenn ich Sie zwinge, geben Sie mir 1000 Euro oder ich sperre Sie ein, ja, dann kann ich sagen, es ist eine feindliche Handlung. Ich setze das Mittel Drohung ein, um etwas von Ihnen zu erlangen, was Sie mir ohne die Drohung, ohne den Zwang nicht geben möchten. Und ich muss es nicht 1000 Mal empirisch ausprobieren und Studien an der Unis machen. Also wir müssen nicht ganz viele Erpressungen machen oder ganz viele Körperverletzungen, sondern wir können sagen, da können wir von vornherein Aussagen darüber treffen. Und über das politische Handeln, da hat Franz Oppenheimer, das war ein deutscher Arzt, Soziologe und Ökonom, er war im Übrigen der Doktorvater Ludwig Erhards und von diesem auch sehr verehrt. Franz Oppenheimer hat das Buch geschrieben, Der Staat, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und er beschrieb das politische Handeln als die Bewirtschaftung des Menschen mit dem politischen Mittel Zwang. Und im Gegensatz zum ökonomischen Handeln, da macht man ein ablehnbares Angebot. Das ist also als Handlungslogiker kann man sagen, das ökonomische Handeln ist dann eine freundliche Handlung, ist ein Kooperationsangebot, es führt zu Win-Win-Situationen oder man nennt es auch zu neuen Pareto Optima. Alle Parteien gewinnen, ohne dass einer verliert. Und wenn man dann die Mittel Zwang einsetzt oder Täuschung, um einen Austausch zu bewirken, dann führt es zu Win-Lose-Situationen. Der Gezwungene hätte es ansonsten nicht getan. Er verliert also etwas auf seine Kosten und zu seinen Lasten gewinnt der Zwingende. Und Franz Oppenheimer war im Übrigen, der diese Definition geliefert hat, also das Bewirtschaften des Menschen mit dem Mittel Zwang ist Politik, wie wir sie heute kennen, in Deutschland in den 60er Jahren auf der 90-Pfennig-Briefmarke. Also beeindruckend. Das hat natürlich Ludwig Erhard dann damals durchgesetzt. Also man kann also mit der Methode Ludwig von Mises, also logische Aussagen, das Handeln logisch zu kategorisieren, in a priori Aussagen, hat Immanuel Kant gesagt, könnte man sagen, ja, mit Oppenheimer, wer Zwang einsetzt und anderen ein Verhalten abnötigt, die sich ihrerseits aber friedlich verhalten haben, also dem anderen nichts getan haben. Es geht ja nicht um Fälle von Vergeltung oder Verteidigung oder Wiedergutmachung. Ja, da würde der amerikanische Ökonom, oder lebt er auch in Frankreich, und Anthony de Yazay, der hat gesagt, ja, das politische Handeln ist die unerlaubte Handlung. Ja. Also bei uns in Deutschland der Paragraph 823 BGB. Und wenn man da jetzt sagen würde, ja, das ist der Haftungsfall, sozusagen, das ist der deutsche, die Juristen wissen es, der Haftungsparagraph, wenn keinerlei Vertragsbeziehungen vorgehen und jemand anders an Leben, Gesundheit oder Eigentum geschädigt wird, dann wäre das eine unerlaubte Handlung, wenn sie nicht gerechtfertigt wäre, nach dem deutschen rechtspositivistischen Denken, durch eben ein Gesetz des Staates, der dann sagt, wenn aber der Zwang von einem Politiker, Amtsträger ausgeht, dann ist es eben nicht rechtswidrig, sondern rechtmäßig. Und damit liegt, obwohl die anderen Tatbestandsmerkmale der unerlaubten Handlung vorliegen, meinetwegen Zwang oder Täuschung, um vom anderen etwas zu erhalten, ist aber keine unerlaubte Handlung, es fehlt an der Rechtmäßigkeit. Und da kann ich, glaube ich, auch ganz gut zu Professor Dr. Dürr überleiten, dass wir das Problem nicht nur an der Symptomatik vielleicht anschauen möchten und sagen, ja, der Politiker, der hier sozusagen Schaden zufügt und wir sind der Meinung, das hätte er verhindern können, sondern ob man generell seine Betrachtung des politischen Handelns mal sehen müsste, anschauen musste, was ist Politik, wie findet sie statt. Und als Handlungslogiker gebe ich hier auch gar keine Bewertung ab. Ja, ich sage ja nicht, man sollte nicht politisch handeln, das war Mises immer ganz wichtig. Wissenschaft ist nie normativ. Ja. Wissenschaft handelt nie. Es gibt keine Wissenschaft von etwas, das sein sollte. Ne? Also sobald jetzt zum Beispiel ein Klimaexperte oder ein Krankheitswellenexperte in Sollen geht und sagt, jetzt muss aber das und das getan werden, tut er das nicht mehr. Sollen ist Wollen für andere. Ne? Macht er das nicht mehr in seiner Experteneigenschaft, sondern dann macht er eine normative Aussage und keine deskriptive mehr. Und da kann der Praxeologe wie der Biologe auch sagen, ja, der Biologe sagt ja auch nicht, ja, das
der Löwe greift das Gnu an, das sollte er nicht tun. Ja, oder der Kuckuck sollte seine Eier nicht vom Zaunkönig auf dessen Kosten und zu dessen Lasten ausbrüten lassen. Da mache ich mich jetzt, das emotioniere ich als schlecht und böse, die sollte das nicht tun. Aber ein nüchternes Betrachten, was wir von vornherein über Handlungen aussagen können, gehört vielleicht auch dazu, um diesen Themenpunkt etwas tiefer zu verstehen. Der Kuckuck tut es aber trotzdem, das ist das Problem. Wir leiten damit, über zu Herrn Dürr, dass man ja so die Niederung des politischen, juristischen Alltages, Sie betrachten das Ganze ja aus der Schweiz kommt von den Höhen des Matterhorns und sehen dann auf die grundsätzliche Staatskonstruktion. Wie betrachten, darf ich Sie bitten, sich selber vorzustellen? Und wie sehen Sie das von Ihrem hohen Level? Vom Matterhorn her. Ja. Ich war noch nie auf dem Matterhorn, um das Was? Vorauszuschicken. Nein, wie die meisten Schweizer waren noch nie da. Die Japaner waren drauf, ja. Die Japaner vorzüglich, genau. Und mich hat es gefreut, dass Sie mich von so weit her da eingeladen haben. Ich bin immer wieder in Deutschland für ähnliche Vorträge, ähnliche Konferenzen. Und das interessiert mich sehr. Und freut mich, dass Sie mich da dazu einladen, zu einem Thema, das jetzt gar nicht irgendwie deutschlandspezifisch ist, glaube ich. Ich werde oft, gerade bei solchen Kontakten werde ich da angesprochen, bei euch in der Schweiz ist das so gut. Und ich sage dann, nein, bei uns ist nicht gut und nicht besser. Es ist möglich, in gewissen Bereichen etwas weniger schlecht. So. Und was meine Person betrifft, ich bin Jurist auch seit ungefähr 50 Jahren. Wenn ich das Studium noch einrechne, sind es etwa 50 Jahre. War immer in den Niederungen, wie Sie es genannt haben, als Anwalt, als Rechtsanwalt, auch als Notar tätig. Also ich kenne die Praxis, auch die forensische, die gerichtliche Praxis. Habe aber immer daneben noch ein zweites Standbein an der Universität gepflegt. Auch in Privatrecht zum Teil, aber auch in Rechtstheorie, Rechtsgrundlagen. Und das ist das, was mich speziell interessiert, ganz grundsätzliche Fragen, was ist überhaupt Recht einerseits und dann natürlich in der Praxis, in der Anwendung vor Gericht oder bei Verträgen, wenn es um präventive Konfliktlösung geht, wie funktioniert das dann? Und das ist immer interessant. Und was mir passiert ist in diesen 50 Jahren, einfach rein aus Interesse an der Sache, dass ich dann zum Anarchist geworden bin. Das ist etwas atypisch bei Juristen, wenn man über Anarchie spricht, also über Gesellschaftsformen ohne Staat, dann sind Ökonomen interessiert, Politologen, Journalisten vielleicht, Politiker, nein, Politiker wahrscheinlich nicht, sind, aber wenn dann die Juristen kommen, dann heißt dann, nein, das ist ja interessant und ja, schön, aber wer macht denn die Gesetze, wenn nicht der Staat? Es braucht doch den Gesetzgeber, dass es überhaupt Gesetze gibt. Es braucht doch das staatliche Gewaltmonopol, um das dann auch durchzusetzen. Das ist das, was Juristen üblicherweise sagen, und ich sage das Gegenteil. Ich sage, und das ist nicht aus irgendeinem großen Skandal mal plötzlich mir klar geworden, sondern einfach aus Interesse am Recht ist mir das immer bewusster und klarer geworden. Die sogenannte Rechtsordnung, die wir haben, das leitet dann auch zu diesem Thema über, die sogenannte Rechtsordnung, die von diesem Gewalt- und Justizmonopolisten organisiert wird, ist keine Rechtsordnung. Das ist eine Machtordnung. Die hat mit Recht nichts zu tun. Zum Teil durchaus mit Ordnung. Das sind Strukturen, gewisse Dinge, die man antizipieren kann und so weiter. Aber spezifisch mit Recht, was ganz am Schluss halt doch immer auch mit Gerechtigkeit zu tun hat, hat unser Rechtssystem nichts zu tun. Und ich glaube, das zeigt gerade diese Frage, wenn man jetzt so der Moderator fragt, sollen Politiker haften für den Schaden, den sie angerichtet haben, dann mal einfach so unter uns, oder wenn man ein Kind fragt, ja, selbstverständlich.
Wo ist denn da die Frage? Weshalb soll die nicht haften? Andere haften doch auch. Braucht es komplizierte Herleitungen, um zu begründen, dass jetzt auch Politiker für die Schäden, die sie da anrichten, haften sollen? Irgendwas stimmt da nicht. Und wir kommen dann vielleicht nachher noch im Detail darauf. Es wurde zum Teil schon erwähnt, du hast den Paragraphen 823 schon erwähnt, im BGB oder im schweizerischen Obligationenrecht ist das der Artikel 41. Also die ganz simple, natürliche Wahrheit, dass wenn einer dem anderen einen Schaden beifügt, im Eigentum, in seiner körperlichen Integrität, wo auch immer, dass er dann dafür schadenersatzpflichtig ist. Nichts einfacher als das. Und interessanterweise ist das steht nicht irgendwo am Himmel geschrieben, sondern jetzt ganz konkret im BGB oder im Obligationenrecht oder im Code Civil oder im ABGB und all diesen nationalen Zivilrechtskodifikationen. Das steht aber dort drin nicht, weil furchtbar gute Menschen in diesen Parlamenten jetzt das so beschlossen haben, sondern das waren Nachschreibungen eines natürlich entwickelten Rechts. Das lässt sich auch rechtshistorisch so herleiten. Das war nicht Gesetzgebung im Sinn von Geben von Normen, sondern ein Aufschreiben von Gesetzmäßigkeiten, von natürlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten, die, solange es den Homo sapiens gibt, sich bewährt haben. Also Recht, um auf das zurückzukommen, was Recht in Wirklichkeit ist, was es im Kern ist. Recht ist eine Verhaltensweise in der Gesellschaft, die sich bis anhin bewährt hat. Also was wir antreffen, wenn Politiker Schaden anrichten, die dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, das bewährt sich nicht. Das zur Einführung mal. Dankeschön. Marcel Luthe ist gekommen. Dankeschön noch. Können Sie das Mikrofon jetzt darüber geben? Vielen Dank. Es geht ja um, er ist Repräsentant derjenigen Klasse, die hier gerade unter Beschuss steht. Wie weit sollen Politiker in Haftung genommen werden für die Schäden, die sie anrichten? Unterstellt jetzt erstmal, sie richten Schäden an, was am Beispiel Energiewende mit in die Luft gesprengten Kernkraftwerken, einer abgeschalteten Kohlekraftwerksserie und keinem Strom ja ziemlich offensichtlich ist. Sie braucht man nicht weiter vorzustellen. Sie sind Politiker, auch jetzt Gewerkschaftsgründer. Haben Sie denn aus Ihrer praktischen Erfahrung bei allen Entscheidungen immer dran gedacht, was die für Schäden anrichten können und wer ist letztendlich damit mal haftbar zu machen oder zur Verantwortung zu ziehen? Oder geht es dann nur rein um Machtfragen, wie müssen wir uns da durchsetzen? Da ich ja bisher immer Oppositionspolitiker war, ist das mit den Machtfragen und dem Durchsetzen ohnehin so eine Sache. Der Begriff und die Erfahrung habe ich in vielen Debatten gemacht, der Begriff des Politikers, glaube ich, der ist schon ein bisschen irreführend insofern, dass natürlich immer gerne der Parlamentarier und der Vertreter der Exekutive, der Regierungsvertreter, der tatsächlich die Verantwortung dafür hat, Geld auszugeben oder nicht, durcheinander geworfen werden. Und das, was Sie gerade richtigerweise gesagt haben, es ist althergebracht, dass derjenige für das haftet, was er angerichtet hat. Völlig richtig, unstreitig. Die Frage ist aber doch gerade auch bei so einem komplexen Thema wie der sogenannten Energiewende, wer hat denn den Schaden angerichtet? Welchen Mithaftungsanteil trägt da jemand? Und ich glaube, das macht es zunächst einmal relativ komplizierter, so einfach zu sagen, dieser oder jener ist an einem konkreten Schaden haftbar zu machen. Was aber sicherlich richtig ist, ist, und das ist allerdings für mich ein anderer Begriff, ist die Frage der Verantwortung. Helmut Schmidt hat so richtig gesagt, wer Verantwortung trägt, der trägt sie eben halt auch für die unbeabsichtigten Folgen seines Handelns und nicht nur für die intendierten. Und wenn wir uns sagen, Sie haben das Thema Energiewende, da ist es meines Erachtens, wie gesagt, etwas zu kompliziert. Aber nehmen wir das Thema Maskenbeschaffung, das ich in meinem Buch auch angesprochen habe. Wir haben zwei Beispiele, die ich anführen möchte. Zum einen den Berliner Senat, die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz zum Beispiel, die mir als Abgeordnete meine Fragen beantworten musste, wer denn für welchen Preis, mit welchem Verfahren, die Landeshaushaltsordnung gilt auch, wenn jemand Krise schreit, mit welchem Verfahren Masken beschafft hat.
Und da hat man dann versucht, und das passiert sehr häufig, uns Abgeordnete im Unklaren zu halten. Sehr lange. Es war notwendig, dass ich vor den Verfassungsgerichtshof ziehe. Da sind wir bei der Frage des Rechts, um dieses in der Verfassung festgelegte Recht, dass ich die Informationen bekomme, durchzusetzen. Und so kam raus, dass ganz am Anfang der Krisensituation der Justizsenator 1000 Stoffmasken gekauft hatte. Und zwar zum Preis von 29,99 Euro pro Maske, wohlgemerkt, ohne Ausschreibung. Und das hat mich damals, also ich sag mal, noch nicht mal allzu sehr schockiert. Denn wir haben insgesamt im Land Berlin für 250 Millionen Euro Masken gekauft. Ich habe mir dann einen Vorgang aus der Polizei geben lassen, weil mir bekannt war, dass die Polizei ein Angebot bekommen hatte, für 4 Euro Ware gegen Geld quasi unmittelbar für diese FFP2-Masken. Das war damals noch ein halbwegs marktadäquater Preis. Gekauft hat man dann aber für 8 Euro gegen Vorkasse. Auch da wieder schwer zu erklären, insbesondere dann, wenn man sieht, es hat keine Ausschreibung gegeben. Die Masken wurden gar nicht geliefert, sondern Monate später. Das war nämlich die Situation, an der der Berliner Innensenator Andreas Geisel Berlin auf die Weltbühne gehievt hat, indem er erklärt hat, vor laufenden Kameras, Donald Trump hätte unsere Masken beschlagnahmt in Südostasien. Ja, das hat ja beinahe noch einen internationalen Skandal provoziert, dieses Dahergequatsche. Auch da sind wir dann bei einer Haftungsfrage im Übrigen. So, diese beiden Beispiele auf der einen Seite. Und noch ein anderes, bei dem es mich sehr gewundert hat, dass das in der öffentlichen Debatte gar nicht zur Sprache kam. Da gehen Kollegen insbesondere aus der CDU-CSU-Fraktion hin und bieten dem Bundesgesundheitsministerium Masken an. Dann wird dieses Angebot mal angenommen, mal abgelehnt. Dann beginnt ein Aufschrei, ach Mensch, das war ja vielleicht zu teuer. Und dann beschäftigt sich jeder damit, und das finde ich bemerkenswert, weil es ein solches Ablenken von der Verantwortung ist, jeder damit, ach Mensch, ja, der Abgeordnete so und so hat Masken angeboten. Es ist doch derjenige, und ich glaube, das ist zumindest unstreitig, derjenige, der in der Exekutive dafür verantwortlich ist, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen, der ist doch in diesem konkreten Fall haftbar. Ja, wenn ich ein wirtschaftlich für den anderen ungünstiges Angebot mache, dann ist es an ihm, das anzunehmen oder abzulehnen. Aber auch hier wird diese Debatte zum Beispiel gesellschaftlich gar nicht erst geführt, weil es meines Erachtens der Exekutive an vielen, vielen Stellen gut gelingt, durch den Begriff des Politikers Exekutive und Legislative miteinander zu vermischen. Und auch in den Köpfen der Menschen, ich erlebe das oft in Gesprächen, verschwimmen zu lassen, wofür wir Abgeordneten auf der einen Seite da sind, nämlich genau als Kontrolleure, die diese Haftung durchsetzen sollen, zumindest als politische Haftung, und denjenigen, die tatsächlich als Exekutive handeln. Und insofern die Frage, sollen sie haften, ja oder nein, aber natürlich, nur sie haften bereits eigentlich. Sie haben für ein solches Verhalten wie das des Kollegen Spahn, haben wir nach meiner Überzeugung durchaus genug Tatbestände im deutschen Recht, insbesondere den Untreue-Tatbestand, der das abdeckt. Dann muss jetzt nur noch jemand kommen, tatsächlich Ermittlungen aufnehmen, Anklage erheben und das Verfahren tatsächlich also entsprechend vor ein Gericht bringen und dann kommt man zu einem Ergebnis. Das lautet entweder schuldig oder nicht schuldig. Und daraus gibt es ja dann auch in der entsprechenden zivilrechtlichen Nebenhaftung die unmittelbare finanzielle Verantwortung für dieses Handeln. Das alles findet aber nicht statt. Und das findet wiederum deshalb nicht statt, weil wir ein ganz anderes Problem noch ganz zentral haben, die Frage der Unabhängigkeit des Rechts im Sinne von der Justiz als solcher. Wir haben, auch da wird eben halt gerne Exekutive und in dem Fall Judikative miteinander vermischt. Wenn es heißt, ach Mensch, also der Abgeordnete so und so, nämlich zum Beispiel der Abgeordnete Lute, wollte Akten der Staatsanwaltschaft sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass in bestimmten Verfahren überhaupt nicht ermittelt wird, seit vielen, vielen Jahren nicht. Ja, Mensch, also würden wir ja. Bin ich das? Ja. Würden wir ja schrecklich gerne, aber Sie haben nur Einsicht in Akten der Verwaltung, so steht es in der Verfassung. Ja. Akten der Verwaltung umfasst, aber sagte ich, alle Akten der Exekutive. Ja, aber das ist doch die Justiz. Ich sage, nein, das ist nicht die Justiz. Die Staatsanwaltschaft, wie jeder weiß, der sich zumindest ein bisschen darüber informiert, ist Teil der Exekutive. Und damit obliegt es eben halt, also auch die Frage, ob überhaupt ein Ermittlungsverfahren beginnt gegen einen verantwortlichen Politiker, und zwar in dem Sinne, den ich meine, nicht der Abgeordnete, ja, den man damit auch schnell mal loswerden kann, wenn er unbequem wird, sondern gegen die eigentlich Verantwortlichen, gegen die Regierungsmitglieder,
Diese Frage liegt unmittelbar in Verantwortung der jeweiligen Regierung, und zwar der gerade herrschenden Koalitionsmehrheit. Denn die kontrolliert über das Justizministerium auch eine Staatsanwaltschaft. Und natürlich sagt man, ja, dann mische ich mich ja nicht ein. Ja, muss ich ja auch gar nicht. Der Staatsanwalt möchte ja früher oder später, der Junge, der das Verfahren bekommt, möchte vielleicht sogar mal Oberstaatsanwalt werden, Abteilungsleiter gar. Und dann wäre es ja gut, wenn er auch gezeigt hat, dass er sich nur mit Verfahren beschäftigt, bei denen auch was rauskommt und nicht gegen so einen Minister ermittelt, da kann ja eh nichts rauskommen. Und ich glaube, dass das zwei wesentliche Aspekte sind, die man in der Debatte berücksichtigen sollte. Und im Übrigen eines noch zur Haftungsfrage. Ich hoffe, dass ich keinen allzu großen Schaden damit angerichtet habe, dass wir den Termin tatsächlich zeitlich falsch eingetragen hatten. Aber sehen Sie es mir bitte nach. Kein Problem. Herr Theisen, eigentlich, das ist doch ein Fall dann für Sie jetzt. Sie müssen doch da einsteigen. Herr Theisen, übernehmen Sie. Das war der Boxer. Ja. Der wäre manchmal nötig. Ja. Das, Herr Lute, fragt man sich ja auch als Jurist häufig. Wenn man solche Fälle sieht, wo tatsächlich ein individualisierbares Fehlverhalten vorliegt, auch unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten, und fragt sich, warum kommt das dann nicht zu einer zivil- oder strafrechtlichen Haftung? Bei diesen überteuerten Maskenkäufen haben wir es doch in Paragraphen 266 Strafgesetzbuch relativ einfach zu einer Untreue zu kommen. Es gibt ja die sogenannte fremdnützige Untreue. Wenn hier ein Minister wie der Herr Spahn durch sein Handeln gewissermaßen einem Dritten die Taschen füllt, dann ist das eine sogenannte fremdnützige Untreue. Das geht ja weiter. Sie alle kennen ja den Fall Mülheim-Kärlich, dieses große Krankraftwerk, das vorzeitig abgeschaltet werden musste, weil Frau Merkel verfügt hat, die Energiewende wird eingeleitet. So. Das führte ja zu einem gewaltigen Verfahren vor den Gerichten und vor dem Oberlandesgericht in Koblenz und vom Bundesgerichtshof. Und der Staat, das heißt wir Steuerzahler, wurden ja in Milliardenhöhe zum Schadensersatz verurteilt, weil der Betreiber natürlich sich zu Recht auf bestehende Verträge berufen hat und gesagt hat, hier hat die Bundesrepublik Deutschland in einem laufenden Vertrag gekündigt, ohne dass dies einen rechtlich validen Grund hatte. Das hat die Gerichte überzeugt und es kam diese Schadensersatzforderung raus. Genau genommen müsste man dann ja sagen, aha, wenn schon der Staat haftet, weil das Gericht dem Staat nachgewiesen hat, er hat rechtswidrig gehandelt und schadensverursachend, dann muss doch der Staat bei dem Politiker Regress nehmen können, der dies getan hat. Konnte er nicht. Wir ahnen, warum. Die Gerichte geben dann in einem solchen Fall der Politik einen großen Beurteilungs-, sogar einen Ermessensspielraum und sagen, wenn übergeordnete politische Gründe diese Entscheidung gerechtfertigt oder gar erzwungen haben, dann kann ich dem Politiker das nicht vorwerfen und er haftet dafür dann nicht. Wir kämen aber bei niederschwelligen Fällen wie diesen Maskengeschichten oder wenn ich noch dran denke, als unsere fantastische Oberbefehlshaberin der Bundeswehr, die Oberursel, die Geschichte mit dem G36 angeleiert hatte und diese Verträge dann gekündigt hat und gesagt hat, diese Gewehre sind schlecht, die schießen ja um die Ecke. Dann kam es ja zur Verhandlung vor dem Landgericht in Bonn und der Richter leitete die Verhandlung mit den Worten an die Ministerialbeamten ein und sagte, was wollen Sie denn eigentlich hier? Sie haben doch bekommen, was sie bestellt haben. Denn dieses Gewehr hat alles erfüllt, was im Vertrag stand, im Lastenheft drin stand. Und nebenbei bemerkt, ich war ja lange Soldat, ich habe mit diesem Gewehr viel geschossen und viel getroffen. Und ich habe auch von keinem Kameraden, auch aus dem Kriegseinsatz in Afghanistan gehört, dass dieses Ding irgendwann Probleme gemacht hätte. Dem Staat entstand ein gewaltiger Schaden, denn Heckler und Koch mussten sein Geld bekommen. Aber auch hier hat keiner auch nur daran gedacht, die Frau Ministerin hier persönlich in die Haftung zu nehmen.
Und wenn man als Frau Merkel die Grenzen aufgemacht hat, 2015, flatterten bei der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin 407 Strafanzeigen ein gegen Frau Merkel. Denen wurde alle nicht Folge gegeben, mit einer ganz, ganz simplen Begründung. Und das ist das Problem. Es wäre ja strafbar gewesen, den Rechtsbruch Dritter, die illegal einreisen, zu fördern. Denn wir haben ja in unserem Rechtssystem, das ist den Juristen ja alles klar, wir brauchen einen Haupttäter und einen Anstifter oder einen Anstifter und einen Haupttäter. Es ist immer eine Kette von Tätern. So. Und diese Kette hat man ganz einfach durchschnitten, indem man das Gesetz geändert hat. Und damit kam keiner mehr illegal hier rein. Folglich konnte sich die Frau Merkel auch nicht strafbar gemacht haben. Das heißt, am Ende des Tages werden wir bei diesen Politikerhaftungsfragen immer dahin kommen, dass die Politik mit einem Federstrich das Recht ändern kann. Und dann wären wir allenfalls da, wo man die persönliche Bereicherung hat, wenn man beispielsweise hier, ja, bei den Masken, da wird man sich immer auf den Notfall berufen. Das muss so schnell gehen, das muss so schnell gehen, das muss so schnell gehen, ja. Da wird man nur dann hinkommen, wenn man nachweist, da ist bewusst jemand bereichert worden. Dann, ja, aber das klappt nicht einmal in Bayern. Bisher, ich meine, ne, wir sind also in Bayern ja da schon sehr speziell, aber nicht einmal da hat das geklappt. Ich glaube, und je höher der Schaden ist, Herr Luthe, je höher der Schaden ist, umso schwerer wird das sein. Selbst wenn man die Fälle hätte, die man früher so die Lesio Enormis genannt hat, also was die Rechtsordnung direkt zum Einstürzen bringt, weil das ist so gewaltig. Und da wären wir ja bei den Kraftwerksabschaltungen. Das sind ja zig Milliarden, die da kaputt gemacht worden sind. Dafür kann erstens kein Mensch mehr haften. Selbst Elon Musk hätte wahrscheinlich Probleme, das zu bezahlen. Aber man kommt auch nicht zur strafrechtlichen Haftung, wenn man sieht, wie das Bundesverfassungsgericht mit den Klagen gegen Impfzwang umgegangen ist. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Da klagen Menschen aus den medizinischen Berufen und sagen, ich möchte mich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen, bin auch Mediziner, ich weiß auch warum, und ich möchte das nicht. Und wenn man eine Güterabwägung trifft, dann geht das doch alles nicht. Dann schreibt das Bundesverfassungsgericht unter dem Vorsitz des ehemaligen Politikers, Stefan Habart, diesen Leuten hinein, erstens, da hat die Politik einen Beurteilungsspielraum. Und zweitens, und das war die Frechheit, die Damen und Herren können sich doch vorübergehend einen anderen Beruf suchen. Das ist, meine Damen und Herren, man ist ja viel gewohnt. Wir beide machen das ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Aber dass der Staat mit einer solchen Kälte den Bürger abwatscht und sagt, dann suchen Sie sich doch einen anderen Job. Das hätte ich in der Tat von unserem höchsten deutschen Gericht nie erwartet. Und ich kann mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass unter dem Vorsitz meinetwegen eines Roman Herzog ein solches Urteil ergangen wäre. Auch Roman Herzog war Politiker, er war sogar Minister. Aber eine solche Eiseskälte dem Bürger gegenüber, niemals. Aber und da sind wir bei dem Problem. Wie können wir nicht nur den Gesetzgeber dazu bringen, frei nach dem Motto, du darfst nicht die Frösche fragen, wenn du den Teich trockenlegen willst, und vor allen Dingen, wie können wir Staatsanwälte und Richter dazu zu bringen, ihre Beißhemmungen aufzugeben und dann tatsächlich zuzupacken? Das soll es mal sein, ja. Herr Dörr, bitte sehr. Ja, Sie sind angesprochen auf, Sie hatten ja auch den Begriff Macht ins Spiel gebracht. Genau, und das waren jetzt wirklich sehr anschauliche Beispiele für diese Grundproblematik, die wir darin haben. Zuletzt gerade noch die Kälte, die Sie angesprochen haben, Herr Kollege. Da kommt mir natürlich mein Lieblingszitat von Nietzsche in der Sinn, der Staat, das kälteste aller kalten Ungeheuer. Nicht? Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Sie waren erstaunt, sagen Sie, dass das höchste Gericht in dieser Art argumentiert. Ich bin erstaunt, dass Sie erstaunt sind.
Das ist ja gar nicht anders möglich. Es gibt vielleicht löbliche Ausnahmen, vielleicht war Herr Herzog eine solche, die dann wirklich in Verantwortung ihre Funktion als unabhängige Kontrollinstanz wahrnehmen. Das müssen Ausnahmen sein, denn die bekommen jeden Monat von einer der Parteien, die vor ihnen steht, den Monatslohn. Im Dezember doppelt, glaube ich, auf Weihnachten. Nicht? Also, dass die es schaffen, wirklich unabhängig zu sein, aber nicht in irgendwelchen alltäglichen vielleicht Streitfällen, sondern wenn es um grundsätzliche Fragen geht, die eben auch politisch brisant sind, dann sich außerhalb zu stellen und zu sagen, nein, lieber Staat, du zahlst mir zwar meinen Lohn, aber du zahlst ihn mir für meine Funktion, dass ich unabhängig über dich richte, nicht? Das sind Ausnahmen. Und dass es früher oder später zu gar nichts anderem kommen kann als zu einer Stärkung des totalitären Systems, einfach auch noch mit Hilfe der staatlichen Gerichte, ist ja gar nicht anders möglich. Ich glaube, das ist ja eben das Problem. Sehr schön das Beispiel auch mit der Kette, die dann durchgeschnitten wurde, nicht? Mit den, dann sagt man, ja, jetzt ist halt gar nicht mehr rechtswidrig und. Weil eben ein solches Gesetz gegeben wird, aber das ist doch gar kein Gesetz. Gesetz ist doch im wahren Sinn des Rechts verstanden, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Verhaltensgesetzmäßigkeit, die richtig ist in einem gruppendynamischen, im wahren Sinn des Wort sozialen Sinn, so funktioniert Gesellschaft von Homo sapiens, eben halt, wenn jemand dann so reinfährt, dann hat er die Konsequenzen zu tragen. Wenn dann dieser Streit auftaucht, dann ist es auch ein natürliches Verhalten, dass man irgendwie zu einem Dritten rennt oder es kommen andere herbei, wenn das Geschrei losgeht und irgendwelche Leute mit Autorität versuchen dann diesen Schrei zu schlichten. Das ist ja gut, dass man solche Rituale auch kulturell pflegt, dass es Gerichte gibt, dass es Verfahren gibt. Ich glaube, das ist etwas ganz Natürliches. Aber wie kommt man auf die dumme Idee, für all das einer einzigen Stelle das Monopol zu geben, und zwar der Stelle, die dann auch noch Regierungsgewalt hat? Das muss doch einfach schief rauskommen. Und solange wir noch versuchen, mit edlen Leuten wie Herrn Herzog oder wer es dann auch ist, dann doch noch irgendwie das System bei seinen eigenen Prinzipien zu behaften, dann ist das letztlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Solange wenn ich die Ursache annimmt, und das ist, dass es den Staat überhaupt gibt, haben wir diese Probleme immer. Immer, und sie werden tendenziell schlimmer und nicht besser. Herr Niemeyer, an Sie die Frage, woher kommt die Kälte bei dem Staat? Woher kommt dieses Staatsgebilde, das ja eigentlich dazu da ist, uns zu repräsentieren? Gewählte Volksvertreter, so heißt es ja immer, bestimmen darüber. Wenn man genauer hinschaut, sieht das ja etwas anders aus. Woher kommt das? Ja, ich halte das für etwas Systemisches. Also wir haben es damit zu tun, also ich fand es sehr gut, wie Herr Luther eben erstmal aufgebröselt hat, was ist denn der Staat oder wer ist die Staatsmacht oder die Exekutive. Und man sieht es ja nun ganz konkret in Fällen, also in Hamburg gab es ja nun die Untersuchung zu den Cum-Ex-Skandalen des gegenwärtigen Bundeskanzlers. Die wurden ja auch alle abgewiesen, und jetzt hat also der Gerhard Strate, der Rechtsanwalt, ein guter Freund von mir, der hat nochmal eine Strafanzeige gegen den Bundeskanzler losgelassen. Das wurde dann auch sehr schnell eingestellt, und das ist natürlich, weil der Generalstaatsanwalt vom Justizsenator dort benannt wird, und das ist natürlich alles ein Klüngel einer bestimmten Partei, die da schon lange regiert. Aber das haben wir nun in Bayern auch immer gehabt. Da gibt es auch eine Staatspartei, die immer alles regiert hat. Und wir haben gesehen, wie das unter Franz Josef Strauß war. Da waren also die Amigo-Geschäfte, das war eigentlich das Gleiche. Da wird dann nicht ermittelt, weil sie natürlich weisungsgebunden sind. Und das ist eigentlich etwas, was es in anderen Ländern in dieser Form so nicht gibt. Also es gibt Untersuchungsrichter zum Beispiel in Frankreich oder was. Da wird ein Untersuchungsrichter eingesetzt, und der hat also alle möglichen
Mittel, eine Untersuchung aufzunehmen und dann durchzuführen. Ich sage nicht, dass die deshalb den Macron jetzt verhaften, weil er vielleicht irgendwo eine Leiche im Keller hatte. Ich weiß es nicht, will es auch nicht behaupten. Aber, ja, aber es ist natürlich immer einerseits die Machtfrage, andererseits die systemische Frage. Gibt es in dem System schon die Anlage, dass bestimmte Betrügereien verdeckt, vertuscht und klein gehalten werden? Und das ist bei uns leider das System. Also wenn man an der Macht ist, ist es eigentlich sehr schwer, dass man irgendeiner Sache überführt wird. Also ich habe übrigens in meiner eigenen Geschichte auch sowas mal gemacht. Ich habe 1993 Strafanzeige erstattet gegen Schröder und einen Wirtschaftsunternehmer, der mit ihm sehr eng verbandelt war. Ich will jetzt mal den Namen nicht hier nennen, ich glaube, die meisten kennen ihn, aber wenn ich jetzt den sage, dann habe ich vielleicht die nächste Klage gleich wieder anhacken. Aber es ging dann aus wie das Hornberger Schießen, allerdings mit dem Ergebnis, dass also Schröder damals noch nicht Bundeskanzler werden konnte, er konnte damals nicht kandidieren, dann hat die Bundes-SPD halt Herrn Scharping aufgestellt und wir hatten noch mal weitere 4 Jahre Kohl. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber hätte freuen sollen. Nicht? Also das sind so Sachen, wo man dann Selbstzweifel kriegt, ob man eigentlich das wirklich wollte alles. Nicht? Aber das, was ich meine, systemisch ist, und wir hatten es eben auch gehört vom Bundesverfassungsgericht, kommen dann so diese Abweisungen, also ich glaube, es kommen nur 0,% an Beschwerden überhaupt zu einer Entscheidung und werden dann auch noch positiv beschieden. Also das ist so im 0-Komma-Bereich, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona kriege, ist wahrscheinlich x-mal höher wieder. Nicht? Das kann ich mir dann aussuchen, welche Statistik ich will. Aber die Systematik bei uns legt Korruption eigentlich mit in die Wiege, weil alle Parteien, egal jetzt welche, ich habe von Ihrer noch nicht gesprochen, weil Sie sind ja nun noch nicht so lange dabei, dass man so viel anrichten konnte. Aber wenn Sie auch mal 40, 50 Jahre in der Politik waren, vielleicht haben wir das dann auch in Ihrer Partei. Aber Parteien an sich, glaube ich, neigen dazu, etwas zu fördern, was dann in Korruption enden kann. Selbst wenn sie nicht so sichtbar ist wie vielleicht in lateinamerikanischen oder afrikanischen Ländern, wo man also einen Cousin eines Ministers bestechen muss oder einen General, um ein Geschäft durchziehen zu können. Bei uns läuft das ja anders. Es ist mit eingebaut, dass ein Abgeordneter, wenn er brav abstimmt oder als Minister brav das tut, was man von ihm erwartet, dass dann später, wenn er über irgendeine blöde Affäre, sage ich mal eine Putzfrauenaffäre oder irgendwas gestolpert oder Dienstwagenaffären sind ja berühmt bei sowas, ja, dass man dann doch zurücktreten muss, dann landet der natürlich auf irgendeinem Vorstandsposten, Aufsichtsrat in irgendeinem Konzern. Und das ist so denen allen bekannt, deshalb kommt es auch immer wieder dazu, dass die sich Narrenfreiheit erlauben können, aber keine wirklichen politischen Entscheidungen gegen den Mainstream oder was als Mainstream verkauft wird oder ihnen gesagt wird, wagen würden, sondern sie stimmen mit ab und das ist, dann ist man doch Stimmvieh auch im Bundestag oder in Landtagen oder irgendwo, weil man sagt, ah, meine Fraktion will jetzt das, okay, dann mache ich einfach mit. Dann ist auch egal, ob wir 700 Abgeordnete oder 100 haben. Wahrscheinlich würden 100 reichen. Ich meine, der ganze US-Senat sind 100 Abgeordnete. Ja, das hat auch gereicht für so ein großes Land. Aber bei uns ist das mit eingebaut. Parteien, glaube ich, sind mit die Ursache des Übels, ja, weil man auch nur nach oben kommt in einer Partei, um aufgestellt zu werden. Ich nehme Anwesende aus, ja. Ich kenne Sie noch nicht so gut, dass ich das behaupten würde über Sie, aber es ist halt so, man muss ja irgendwo in einer Partei sich hochdienen, damit man aufgestellt wird und dann Abgeordneter oder Minister oder irgendwas wird. Und das wird man ja nicht einfach aufgrund einer Qualifikation. Ja, und da würde ich vielleicht auch mal ansetzen wollen, jetzt nicht nur die Haftungsfrage, die halte ich für verfassungsrechtlich, bin ja kein Jurist, aber ich halte das für sehr zweifelhaft, ob man eine direkte Haftung durchsetzen könnte. Und die nächste Frage, wer würde denn für irgendwas noch kandidieren wollen, wenn er wüsste, ich kann dafür dann ins Gefängnis gehen, wenn ich irgendeine Entscheidung, weil es gibt bei jeder Entscheidung, jetzt hatten wir die Flüchtlingsfrage von 2015, also ich sehe das anders als vielleicht die meisten hier, aber Frau Merkel hat nicht die Grenzen aufgemacht. Sie hat sie nur nicht geschlossen, die Grenzen waren doch offen. Ja, naja, was hätte sie denn machen sollen? Also das ist eine politische Frage letztlich und die können wir dann nicht in eine, ich glaube nicht in eine zivilrechtliche und auch nicht strafrechtliche Haftung überführen. Was man aber machen könnte, wenn jetzt Waffen in die Ukraine geliefert werden, dann verletzt das Kriegswaffenkontrollgesetz und zwar den Paragraph 6. Und das ist sogar strafbar.
Ja, und da könnte man sagen, es gibt Strafrechtsparagraphen, die das eigentlich verhindern. Trotzdem hat der Bundestag gestern abgestimmt. Ich würde jetzt aber nicht sagen, die Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, sollen ins Gefängnis dafür. Ja, das ist wieder halt eine politische Frage und nicht, naja gut, dann haben wir bald auch keine Abgeordneten mehr. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer dann noch für irgendwas kandidieren will. Also ja, weil es gibt bei vielen Fragen halt andere Ansichten. Ich habe die eine, die ich äußere und ich würde mir wünschen, dass die ins Gefängnis gehen dafür. Nein, aber es ist so, wenn der Nächste dann die Macht hat, die Leute zu verfolgen, dann verfolgen wir uns noch gegenseitig und bringen uns vor den Kadi. Also ich denke, das Strafrecht, was schon da ist, und da hatten wir eben das mit den Masken sehr schön deutlich, wie Sie es ausgeführt haben, da waren also Korruptionsstränge am Werk, da hat sich jemand die Taschen gefüllt, die Exekutive hat das willentlich mitgemacht und damit begünstigt, dann muss man sagen, das war sicherlich strafrechtlich relevant. Und da gibt es ja Gesetze, da brauchen wir eigentlich nichts ändern, die müssen nur umgesetzt werden. Und ich denke, das Systemische, was ich damit meine, was Sie eben auch ausgeführt haben, dass die Exekutive da die Legislative mit vermischt hat, beziehungsweise die Judikative mit der Exekutive vermischt ist. Das ist dann das Problem, dass wenn der Gleiche regiert, der Untersuchen und Untersuchungsrichter benennen soll oder Staatsanwälte, da haben wir das Problem an sich eigentlich, denke ich. Wäre ja schlecht, wenn sämtliche Abgeordneten und Politiker in Gefängnissen säßen. Naja. Und ich meine, das wäre Herr Tietke, bitte. Ja, auch, ich möchte auch nochmal, es wird ja oft der Begriff Recht verwendet hier. Und Sie haben vorhin auch von Impfzwang gesprochen. Und das ist ganz wichtig auch, dass wir das nochmal beleuchten, was Recht ist in einem rechtspositivistischen Sinne. Also ich habe jetzt die Macht, ja, das durchzusetzen, Zwang durchzusetzen. Und jetzt nenne ich diese Macht auf einmal eine Pflicht. Ja? Wie beispielsweise, ich sage jetzt Impfpflicht anstatt Impfzwang. Ja? Da können man schon sagen, das ergibt sich klar aus der Logik des Handelns. Das Recht ist natürlich dem Handeln nicht vorausgesetzt, sondern umgekehrt. Das Recht kommt erst durch Handeln zustande, und zwar durch normative Interaktion. Ein Recht erfordert immer eine Verpflichtung. Jemand muss sich verpflichten. Und es ist doch ein grundsätzlicher Unterschied, ob Sie sich mir gegenüber zu etwas verpflichten, beispielsweise Sie verpflichten sich, mir 20.000 Euro zu geben, und ich verpflichte mich, Ihnen ein Auto dafür zu liefern. Und spiegelbildlich hat dann jeder das Recht, das eine vom anderen zu fordern. Ja? Eine Pflicht kann nicht ex nihil, ja? Wenn ich mich jetzt mit dem Herrn Dürr zusammentue und dann sagen wir verpflichten jetzt Sie und wir lassen Sie da außen vor, uns 1.000 Euro zu geben, sonst werden wir Ihnen ein Übel zufügen, dann haben wir zwar einen Vertrag geschlossen, eine Vereinbarung, also zwischen uns zwei gibt es Rechtsbeziehungen, wenn wir das vereinbaren, aber mit Ihnen ja nicht. Ne? Sie werden gezwungen. Und deswegen ist es natürlich ein in Pflicht, und der Unterschied ist ganz enorm. Und das trifft aber auf die Wehrpflicht auch zu, die ein Militärzwang ist, und auf die Schulpflicht, die natürlich ein Schulzwang ist. Und da ist es die grundsätzlichere Frage, möchte man Recht weiterhin so verstehen, wie jetzt die Rechtspositivisten es sehen, wer die Macht hat, sozusagen zu sagen, was gilt, und das auch zu erzwingen, der setzt das Recht, dann setzt man eigentlich Macht mit Recht gleich. Ja. Das ist, das kommt zu, wenn man Handeln verstehen will und begreifen will, macht es überhaupt keinen Sinn, Macht und Recht gleichzusetzen. Stellen Sie sich vor, in einer Gruppe von 5 wird abgestimmt, ob der 5. misshandelt werden soll. 4 sind dafür, sagt man, das ist toll, 2 Denkfehler. Erstens, das Kollektiv hat eine Meinung mit diesen 80%. Ja. Man setzt die Köpfe ins Verhältnis. Und der nächste Denkfehler, jetzt wäre das auf einmal Recht, ja, dass der 5. misshandelt wird. Das ist natürlich für den nicht recht, der hat sich nicht verpflichtet, misshandelt zu werden. Es ist ihm, es wird ihm voraussichtlich höchst unrecht sein. Und dann können wir eben klar sehen, was der Kollege Dürr ja auch gesagt hat, bei einer feindlichen Handlung, also ich schad Ihnen jetzt absichtlich oder aus Versehen, ich achte nicht auf den Verkehr und bin abgelenkt und fahre mit einem Auto drauf, dann haben wir jetzt keine Rechtsbeziehung im praxeologischen Sinne. Es gab keine normative Interaktion. Aber das ist eine Ihnen gegenüber schädigende Handlung. Ja. Und jetzt sagen wir es mal, ich habe es mit Absicht gemacht, dann ist es auch eine feindliche Handlung. Ja. Und da haben Sie dann ein Recht, und das hat Max Stirner schon in den, er ist nicht so bekannt wie Nietzsche, weil er sich auch mit Handlungslogik befasst hat, Max Stirner schon in Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt. Ein Recht habe ich dann, wenn sich andere mit mir im Verein verbinden, ja, dann kann ich die, dann haben die sich verpflichtet. Und dann kann man sagen, zur Abwehr. Ja, zur
Wiedergutmachung und Vergeltung und Verteidigung gegen feindliche Handlung. Und wenn sich Menschen nur dazu verbinden, also ich werde nur feindliche Handlungen versuchen abzuwehren, wenn sie geschehen sind und es ist keine Wiedergutmachung zu erlangen, sie zu vergelten, dann ist das eine friedliche Organisation, das ist eine friedliche Hierarchie. Das ist der J.R.R. Tolkien, dürfte den meisten von Ihnen ein Begriff sein. Er war wie Richard Wagner, dessen Werk Der Ring des Nibelungen der Ähnlichkeit hat, hat sich Tolkien als philosophischen Anarchist bezeichnet. Und er hat praktisch auch, also es ist jetzt keine beliebige Märchenerzählung, die er da hatte, wie auch nicht Wagners Ring des Nibelungen, sondern er sieht da das allsehende Auge Saurons, das will alles kontrollieren, das ist auch verängstigt, da geht es um Macht. Und auf der anderen Seite gibt es die Heldenfigur des König Aragorn, ja, der geht nicht etwa zu den Hobbits und sagt Steuern, ja, Tribut, oder er geht auch nicht her und führt einen Militärzwang ein, sondern um den scharen sich die Menschen. Ja. Das ist also sozusagen, er bildet eine freundliche Hierarchie, weil sie denken, damit Leid von sich und ihren Gruppen abwenden zu können. Und da kann man zwei Formen eben grundsätzlich konzertierten Handelns, also wie man miteinander handeln kann, und einer ist der Anleitende und die anderen scharen sich um ihn. Und das kann man sehen, das ist einmal sozusagen das zentripetale Prinzip, das hat auch der Kollege Dürr erwähnt, ne? Die Menschen, eine Peripherie bewegt sich auf ein gutes Zentrum zu. Ne? Das war vielleicht früher der Dorfschulze oder der Weise, von dem man denkt, er kann einen Streit entscheiden. Ja? Und dann gibt es das zentrifugale Prinzip, die erzwungene Hierarchie. Ja? Da möchte der ein oder andere vielleicht mit dem Politiker XY gar nichts zu tun haben. Er kennt ihn noch nicht mal, aber der Politiker XY möchte unbedingt mit dem einen oder anderen zu tun haben. Das heißt, das Zentrum geht zu auf eine Peripherie, die sich eigentlich wegbewegen will. Und jetzt, wenn man das anschaut, haben wir einmal zwei verschiedene Paare bei der freiwilligen Hierarchie, haben wir Anleitung und Gefolgschaft, Win-Win. Ja. 10 Maurerlehrlinge können allein kein Haus bauen. Mit einem Maurermeister schaffen sie es. Ja, das ist noch mehr als das Gesetz der Arbeitsteilung. Konzertiertes Handeln, freiwilliges konzertiertes Handeln, bringt Vorteile für alle Beteiligten, ja, für die Lehrlinge und den Maurermeister. Und die andere Seite ist eben dann Herrschaft und Knechtschaft. Ja. Da wird niemand gefragt. Also in den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts waren oft mehr Leute durch Militärzwang an der Kriegsteilnahme gezwungen, als sich freiwillig gemeldet haben. Das heißt, die Gruppe der politischen Unternehmer, also die im Namen des Staates agieren, haben eine feindliche Handlung auch gegenüber der eigenen Bevölkerung ausgeführt. Sie haben ja gesagt, entweder du kämpfst an meiner Seite, ja, gegen den, oder ich werde dir schweren Schaden zufügen, wenn du dich dem Militärzwang nicht beugst. Und wenn wir dieses grundsätzlich mal drauf sehen und nicht nur sagen, Recht ist jetzt das, was gerade die Gruppe Staat definiert, was Recht ist. Und Zwang ist dann, jemand kann einfach aus Machtgesichtspunkten Recht, Zwang rechtfertigen. Ja, das geht nicht. Ne? Recht erfordert eine normative Interaktion. Und wir haben uns abgewohnt, so logisch drauf zu schauen und von vornherein in der Kategorisierung drauf zu gucken und reden, das hat Mises auch gesagt, der größte Denkfehler unserer Zeit ist die Hypostasierung. Das ist, wenn man einem Denkgebilde eine unmittelbare Wirklichkeit zuschreibt, dass es so nicht hat. Ich kann sagen, der David Dürr handelt, ich handle, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir handeln. Ein Kollektiv gibt es nirgends, außer in den Denkgebäuden der Menschen und auch den Staat nicht. Es sind immer einzelne Menschen aus Fleisch und Blut, die handeln. Und wenn wir immer über unsere Konzepte, ja, ich habe jetzt dieses Konzept von Staat und dieses Konzept von Recht und diese Konzepte sind überhaupt nicht handlungslogisch nachweisbar, ja, dann ist es mehr oder weniger. Dann ist das Problem, wer soll Kalif sein anstelle des Kalifen, ne? Oder soll der Kalif haften? Und die Frage wäre doch mal, ist Kalifat eine freundliche zwischenmenschliche Einrichtung überhaupt? Ja? Sollten wir mal darüber nachdenken, ne? Nicht wer Kalif sein soll anstelle des Kalifen und ob wir einen gnädigeren, ist ein Vorteil. Ne? Es ist natürlich für viele Menschen, und das zeigen ja auch die Wanderungsbewegungen, ob ein Herrschaftsverhältnis netter ist oder gestrenger, ja? ob sie in der DDR gelebt haben in den 80er Jahren oder im Westen, da war vielen das im Westen weniger schlimm, ja, um es mal hier mit den Worten zu sagen. Also ist natürlich ein Unterschied gradueller Art, aber ein kategorischer Unterschied war es nicht, weil es beides Herrschaftssysteme waren. Und die Frage ist, möchte man so miteinander umgehen? Noch möchte das, also die Mehrheit der Menschen möchten das. Ne? Die sagen, Herrschaft ist was, das emotioniere ich.
Die psychologischen Gründe, warum die Menschen das heute emotionieren, sind interessant. Darauf möchte ich vielleicht, wenn wir später noch zur Psychologie und psychologischen Fragen, welche Haltungen haben denn Menschen zu sich und zur Welt, die emotionieren, ich möchte, dass mein Nachbar gezwungen wird. Ja? Dies und das abzugeben, dies und das zu tun, sich so und so zu kleiden, dies und jene Kopf- oder Gesichtsbedeckungen zu tragen. Wie tickt ein Mensch tief in sich drin, der sowas emotioniert und nicht sagt, ach Gott, solange mein Nachbar mich in Ruhe lässt, möchte ich dem eigentlich auch nichts antun. Ne? Und vielleicht kann ich mit dem sogar kooperieren. Ne? Und dann kommen wir immer zu Win-Win-Situationen, wir werden unser Leben bereichern. Jeder von Ihnen würde denken, naja, so ticken aber doch heute die wenigsten Menschen. Dass die sagen, wie kann ich durch freundliches Verhalten mein Leben und das meiner Mitmenschen bereichern? Und gerade im Journalismus und in den Medien heute geht es eigentlich darum, wie kann ich mit feindlichem Handeln den anderen zwingen, das zu tun, was ich lieber will? Und weil ich es nicht mit Macht alleine rechtfertigen will, ich bin die Mehrheit, suche ich mir noch andere Begründungen beispielsweise. Ich sage, ich bin der Einzige, der weiß, wie die Klimageschichte vorangehen wird, wenn wir nicht dies und das tun, und das sollen wir dann tun. Ich bin der Einzige, der weiß, wie sich Krankheitswellen entwickeln werden, wenn wir nicht dies und das tun. Also es werden ja noch andere Narrative hinzugefügt, außer man könnte ja auch sagen, ich habe halt die Mehrheit, jetzt mach, was ich sage. Ne? Das wird ja dann, so weit sind wir nicht. Ne? Ja. Jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder ein Mikrofon. Jawohl. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges und zutreffendes Element, diese positive Interaktion, die dazu führt, dass ein friedlicheres System Platz greift. Ich glaube, was aber nie vergessen werden darf, wenn man über grundsätzliche Alternativen spricht, nicht, dass man sagt, nehmen wir mal an, so die ganz mutige anarchistische Optik, versuchen wir jetzt doch wirklich mal das System als Ganzes ohne diese Monopolinstanz zu denken, dann wird es ja schon recht schwierig. Und dann, glaube ich, gibt es gute Argumente, dass man sagt, durch Transaktionen, wenn alle das wollen, durch Verträge quasi, es ist ein Netz von Verträgen, das hat eine andere Verbindlichkeit, eine friedlichere Verbindlichkeit, Freiwilligkeit und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste einer solchen Alternative. Nur, ich glaube, solche Alternativen müssen sich auch der kritischen Frage stellen, ja, aber es machen nicht alle in diesem friedlichen Konzert mit. Nicht? Es gibt auch die, die eben nicht Verträge abschließen, die ihre Macht durchsetzen wollen, oder wenn sie Verträge abgeschlossen haben, die dann nicht einhalten. Und ja, irgendwann am Schluss, was ist denn mit denen? Also eine Alternative zu definieren, mit besseren Menschen als die, die es wirklich gibt, ist immer heikel. Nicht? Also mit anderen Worten, worauf ich hinaus will, ich glaube auch, dass diese natürlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten, die ich vorhin erwähnt habe, die eben nicht nur die positive Basis für Verträge und diese Art von Verbindlichkeit hergeben, obwohl das vielleicht der wichtigere Teil ist, aber ich glaube, die natürlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten regeln auch die konfrontativen, die Aggressionssituationen, und zwar ganz basal jetzt, wenn man das noch weiter hinterfragt als die österreichische Schule der Nationalökonomie, die Praxeologie, sondern wenn man das anthropologisch noch weiter hinterfragt, dann kann man sagen, dass möglicherweise sogar das ganze Verhalten einer Spezies wie Homo sapiens oder auch andere eine Entwicklung hinter sich hat, die mit dem Umgehen mit Konfliktsituationen begründet ist. Also was sich entwickelt, was sich in der Evolution bewährt, sind Spezies, sind aber auch Sozialstrukturen, also nicht nur einzelne Organismen, sondern auch wie die im Gruppenkontext funktionieren. Was sich bewährt und entwickelt, ist das, was mit Schwierigkeiten des Lebens umzugehen weiß, sonst würde es nicht mehr leben, sonst hätte es sich nicht entwickelt. Und Schwierigkeiten des Lebens sind Kollisionen.
mit der Umwelt, mit gefährlichen Situationen, aber auch innerhalb der Gruppe. Und deshalb glaube ich, dass Reaktionen aus Konflikten eben auch natürliche Verhaltensgesetzmäßigkeiten sind. Was ich vorhin erwähnt habe, dass man dann halt zum Dorfältesten oder zu einer anderen Autoritätsperson geht oder dass andere hinzukommen oder auch, dass halt die Streitschlichter mit der Zeit vielleicht korrupt werden und dann geht man eben zu anderen Streitschlichtern und so weiter. Auch das sind natürliche, bewährte Verhaltensmäßigkeiten. Also ich glaube, auch das alte Privatrecht, was ja eigentlich so ein bisschen die Artikulierung dieser Entwicklung ist, hat eben nicht nur Vertragsrecht, sondern eben auch Deliktsrecht. Auch die unerlaubte Handlung, die wir ja schon behandelt haben hier, nicht? Auch das sind natürliche Gesetzmäßigkeiten, die da, wie soll ich sagen, wenn man es mit denen denkt, eine solch alternative Gesellschaftsordnung, dann ist auch der Konflikt, dann ist auch der Umgang mit den bösen Menschen sozusagen, findet auch seine Lösung, also findet seine Lösung. Ich glaube, das muss man immer betonen, Alternativen. Ohne Staat, oder? Ja? Ohne Staat, nicht mit wenig Staat. Ohne Staat schaffen nicht das Paradies. Überhaupt nicht. Das ist aber auch nicht der Anspruch. Ich sage da manchmal, wenigstens nicht die Hölle, wie das im staatlichen System immer wieder mal vorkommt. Herr Lute, gehen wir in die Niederungen der praktischen Politik. Das war ja jetzt der Idealzustand beschrieben. Interessensausgleich, Konfrontation, um Kollisionen zu vermeiden, zu regeln. Wenn man hier so sich die Geschichte des Berliner Flughafens anschaut, sehen Sie da eigentlich einen praktischen Ansatz dafür, Kollisionen zu vermeiden, zu regeln oder das in vernünftige Bahnen zu ordnen? Den sehe ich ganz unmittelbar, denn also es passt wunderbar zu dem, was ich eigentlich also zu den Vorrednern auch anführen wollte. Ich glaube, ein ganz wesentliches Problem, das ist bei der Flughafengesellschaft nicht mehr gelöst worden, das ist bei dem letzten größeren Skandal davor bei der Bankgesellschaft noch teilweise gelöst worden, ist die Tatsache, dass sie keine individuelle, und das hatten wir auch als Eingangsthese schon, keine individuelle Verantwortung mehr großartig feststellen können. Das ist auch der kurze Ansprache auf Herrn Habert hat meines Erachtens damit zu tun. Sie haben früher, wenn ich so an die Leute denke, mit denen ich die Freude haben konnte, mich auszutauschen, die alle, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren als Kammergerichts-Senatsvorsitzende oder sowas in Pension gegangen sind. Die sagten mir, naja, Herr Lute, wenn ich dieses oder jenes entschieden habe in meinem Gerichtssaal, dann wusste auch jeder, wenn ich mich im Amtsgericht Charlottenburg nach Hause bewegt habe, wer ich bin und für welche Tat ich unmittelbar welche Gerichtsentscheidung als angemessen erachtet habe. Ich habe Verantwortung dafür übernommen. Ich habe sie auch in einer gesellschaftlichen Kontrolle, in sozialer Interaktion mit meiner Umgebung unternommen. Wenn Sie sich heute zum Beispiel ein klassisches Behördenschreiben anschauen, und das war vor 20, 30 Jahren noch anders, dann steht da bestenfalls drunter maschinell erstellt, auch ohne Unterschrift gültig, Meier. Ob das macht es auch schon ganz schwierig, wenn Sie dann da antworten wollen, ob das jetzt Herr oder Frau Meier ist, ist schon beispielsweise nicht zu erkennen. Das ist eine Angst davor, meines Erachtens für jeweiliges Handeln zur Verantwortung gezogen zu werden. Und das ist genau auch der soziologische Bruch, fürchte ich, der da einfach stattfindet. Sie haben eben halt die soziale Kontrolle für das Handeln nicht mehr. Das führt dazu, dass Sie Menschen, über die Sie dann auch in bestimmten Fragen entscheiden, nicht als Individuum betrachten, sondern als eine graue Masse, die, ohne eben halt auch den Kern der Menschlichkeit behandelt werden kann. So kommt es dann eben auch, dass man eine einrichtungsbezogene Nachweispflicht beschließt, weil man gar nicht weiß, wen man damit wie trifft und weil es einem deshalb auch egal sein kann. Und genau diese Art der Entscheidungsfindung, die gab es nicht nur in Deutschland bis 1945, sondern es gab sie auch in vielen, vielen anderen Regimen.
Und die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes haben genau da eine Grenze gesetzt. Ja, auch mit der ursprünglichen Formulierung des Artikel 1 Absatz 1, der sich dann jetzt zentralisiert hat in der Menschenwürde. Aber der Kern war nun mal der, dass das Individuum vor der Allgemeinheit geht. Und zwar in beide Richtungen gedacht. Auch, dass ich mich als Individuum vor einer Allgemeinheit natürlich rechtfertige, dass es diese Interaktion gibt. Und diese Interaktion fehlt halt vollkommen. So, und beim BER war das ein wunderbares Beispiel. Wir haben einen BER-Untersuchungsausschuss eingesetzt, da habe ich auch nicht ganz unmaßgeblich beteiligt war anfangs, in dem wir viele Fachfragen aufgeworfen haben. Ja, genau wie es auch beim AMRI-Untersuchungsausschuss seinerzeit ja gemacht hatte, mit 200 Einzelfragen, die ich einfach mal gestellt habe. Wer trägt dafür Verantwortung, wer dafür, wer dafür? Es würde mich doch einfach nur interessieren. Und während also noch bei der Bankgesellschaft zumindest relativ deutlich war, wer Entscheidungen getroffen hat als Vorstand, weil wir da auch eben halt mit Herrn Landowski die Doppelfunktion des Politikers hatten, der gleichzeitig eben halt auch in der Bankfunktion tätig war, da konnte man zumindest jemanden greifen. Ob zu Recht oder Unrecht, ist nochmal ein anderes Thema, aber man konnte jedenfalls jemanden greifen. Beim BER, nach zahlreichen Wechseln im Aufsichtsrat, nach zahlreichen Wechseln auf der Abteilungsleiterebene, der Geschäftsführungsebene, und allem auch eben halt den Dienstleistern, dem klassischen Berliner Generalübernehmer, Generalunternehmermodell und so weiter und so fort, war einfach hinterher niemand mehr haftbar. Und zwar weder wirtschaftlich, rechtlich noch sozial. Ja, jeder konnte hier überzeugen, also schon richtig, ich habe da einen Fehler gemacht, aber den habe ich ja nur gemacht, weil vorher 45 andere Leute, die du alle auch gar nicht kennst, andere Fehler gemacht haben. Und diese individuelle, also das Fehlen der individuellen Verantwortung ist auch etwas, worin meines Erachtens durchaus eine Lösung liegen kann, aber wo zunächst mal ein Problem liegt. Sie hatten vorhin von den politischen Parteien gesprochen. Und ich bin mittlerweile nach, 30 Jahren Mitgliedschaft in politischen Parteien, der Überzeugung, dass die politischen Parteien, so wie sie mittlerweile geworden sind, in der Tat kein Teil der Lösung sind, sondern ein erheblicher Teil des Problems. Weil sie Michels ehrenes Gesetz der Oligarchie muss ich hier, glaube ich, nicht erklären, weil sie ganz automatisch natürlich oligarchische Strukturen schaffen, die im berühmten stillen Kämmerlein darüber entscheiden, wer denn dann wo auf so einer Liste steht. Und das ist in jeder, und ich kenne eben halt nicht nur meine ehemalige große Freie Demokratische Partei, sondern auch durchaus aus Gesprächen, vertrauten Gesprächen mit Kollegen, auch andere Strukturen. Sie haben in jedem Parteilandesverband eine Gruppe von, sagen wir mal, 3 bis maximal 10 Leuten, die sagen, wie so eine Liste aussieht. Und im Wesentlichen, wenn das nicht unterbrochen wird, durch Öffentlichkeit, durch Kontrolle, durch eben halt dieses Moment, wir sehen dich, ja, du bist verantwortlich, dann wird das auch immer relativ brav genauso durchgewählt. Und da stören dann eben halt Leute, die auch in so Parteiklüngeln nicht vorgesehen waren, sondern die dann eben sagen, ist mir vollkommen egal, was ihr hier beschließt. Es gibt so einen Artikel 38 Grundgesetz, der eine oder andere wird den kennen, der regelt die Gewissensfreiheit des Abgeordneten. Das ist ein großes Wort, das mit dem Gewissen. Es ist natürlich aber vor allem eins, es ist höchst individuell, wie mein Gewissen aussieht. Ob ich mich entschließe, es zu gebrauchen oder lieber nicht, auch das ist eine Gewissensentscheidung, entscheide ich ganz allein. Und wenn wir uns dann Debatten anschauen, wie auch über die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag, bei der dann allen Ernstes Kollegen aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion erklärten, der Fraktionsvorstand entscheide darüber, ob dies eine Gewissensentscheidung sei oder nicht. Dann muss ich sagen, frage ich mich, was solche Kollegen, und da sind wir dann auch wieder bei der Verantwortungsfrage, im Parlament verloren haben. Ja? Wirklich, es fehlen mir dafür die Worte. Eine Lösung kann aber sicherlich auch, also nach der Erfahrung, die ich hier mit dem Tegel-Volksentscheid, den ich ja initiiert hatte, Berlin braucht Tegel, gemacht habe, kann durchaus eben halt darin liegen, dass sie zumindest in bestimmten Einzelfragen, das kann auch die spannende Frage des Staatshaftungsrechts sein, das wir ja nicht haben. Das kann auch in einem Beispiel, und da arbeiten wir gerade auch gewerkschaftlich dran, das kann eben halt auch die Frage sein, wer haftet denn eigentlich, also letztlich natürlich immer wir, die wir das finanzieren, aber wer haftet denn eigentlich für die Schäden, die durch diese Corona-Verordnungspolitik volkswirtschaftlich angelegt wurden?
Eine gewisse Haftung könnte ja zumindest dazu führen, dass der Entscheidungsspielraum, der finanzielle, der Nachfolger so gering wird, dass man dann mal darüber nachdenken muss, denn Steuern können Sie nun mal bekanntermaßen auch nicht beliebig erhöhen, zumindest da ist noch auf das Bundesverfassungsgericht Verlass, dass Sie, naja, vielleicht sich eine Parteienkaste ein bisschen erziehen können als Souverän. So. Nur das erfordert eben das unmittelbare Tätigwerden des Souveräns und da sind wir eben auch wieder bei der Frage des fehlenden sozialen Zusammenhalts. Sache, im Prinzip war doch vor 2 Jahren, noch jeder, sagen wir mal 2,5 Jahren, jeder wesentlich in diesem Land davon überzeugt, dass das mit diesem Staat ihm eigentlich relativ egal sein kann. Ja, die Sachen funktionieren so im Großen und Ganzen. Ihnen wird, wenn Sie nicht gerade Unternehmer sind und also komplizierte Steuererklärungen machen, wird Ihnen automatisch was weggenommen von dem, was Sie erwirtschaftet haben. Und das läuft alles irgendwie so weiter. Wird schon gehen. Es hat sich niemand vorgestellt, und das sehe ich auch als Gutes an dieser gesamten Corona-Situation, es hat sich niemand vorgestellt, so ganz praktisch, wie massiv eigentlich Staat sich auswirkt auf die private, individuelle Lebensgestaltung der Menschen. Ein Beispiel möchte ich dazu noch anführen. Die allerersten Corona-Verordnungen, gegen die ich ja hier auch vor dem Berliner Landesverfassungsgerichtshof geklagt habe, hatten unter anderem eine Regelung drin, die mich überrascht hat. Da war davon die Rede, dass von dieses 1,50 Meter Abstandsgebot nicht gilt für Menschen, zwischen denen ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. Sorge- und Umgangsrecht. Ich hatte das gelesen, ich dachte mir, Mensch, das erscheint mir merkwürdig in der Formulierung. Ich habe da mal was mit formaler Logik gelernt. Es wird doch was anderes gemeint sein. So. Und habe also im Plenum genau diese Frage aufgeworfen. Ich sage, das steht da, das ist abgeschrieben, offensichtlich aus der, die Sachsen waren damals die ersten, aus der sächsischen Verordnung. Sie haben einen großen, und da sind wir auch wieder bei der Frage Politiker, der regierende Bürgermeister Müller, Vertreter der Exekutive, kann zurückgreifen auf 120.000 weitere Vertreter der Exekutive, die direkt und indirekt Beschäftigten in den Verwaltungen Berlins und den nachgelagerten Behörden. Und keinem einzigen ist aufgefallen, dass diese Regelung, so wie da stand, natürlich ein Eingriff in die Familie gewesen wäre. Denn ein Sorge- und Umgangsrecht haben Sie, ich sage mal, nicht unbedingt als Regelfall mittlerweile. Sie haben in vielen Fällen, auch ich im Übrigen bei meinen Söhnen, Sie haben ein Sorge- oder Umgangsrecht. Natürlich habe ich ein Umgangsrecht mit meinen Kindern. Ob ich ein Sorgerecht habe, ist noch was anderes. So. Und dann soll ich also meine Kinder nicht berühren dürfen? Das will mir allen Ernstes ein Staat vorschreiben. Natürlich nicht. Es hieß auch, ach, Herr Abgeordneter, das ist ein Irrtum. Ein Irrtum. Ein Irrtum, in den man bundesweit in die Leben von 82 Millionen Menschen eingegriffen hat. Ich will mir nicht vorstellen, wie viele Diskussionen es auch gegeben hat von missliebigen jeweils anderen Elternteilen. Das darfst du nicht. Ja, du hast ja kein Sorgerecht. Das macht man mal einfach so. Und das hätte sich damals, glaube ich, vorher niemand vorstellen können. Und jetzt, wenn die Menschen es nicht wieder vergessen, es wird ja gerade die nächste Sau durchs Dorf getrieben und die übernächste und so weiter, wenn sie vielleicht einfach mal ein bisschen innehalten, wenn sie sich auch darauf besinnen, wo eben halt eigentlich der gesamte Gedankengang des Grundgesetzes herkommt, dann besteht meines Erachtens durchaus eine Chance, dass wir daraus lernen. Eine Amtsanmaßung. Woher kommt die? Wer steckt hinter Ihrer Auffassung? Also auch das ist sicherlich eine einfache psychologische wie soziologische Erkenntnis. Wenn ein Machtvakuum existiert, dann wird es schon von irgendwem gefüllt werden. Und wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen, dann wird schon irgendjemand kommen, der das freundlicherweise für mich macht. Und wenn derjenige dann auch wiederum noch nicht mal dafür haften muss, was er da so für tolle Entscheidungen für mich getroffen hat, naja, dann werden wir natürlich auch keine besten Auslese haben, wer diese Verantwortung übernimmt, die Entscheidung für mich trifft, sondern es wird dann eben halt ein relativ beliebiger sein. Und wenn man sich die Zusammensetzung, auch die Qualifikationen, jemand hat das vorhin angesprochen, in den Landesparlamenten, genauso wie im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament anschaut, dann ist es eben halt nicht nur in manchen Fällen die fehlende fachliche Qualifikation, sondern es ist vor allem die fehlende menschliche Qualifikation. Ja, das, und ich halte das für den ganz zentralen Mangel bei einer Vielzahl von politischen Entscheidungen. Ich möchte es nochmal sagen, so wie ich auch eingeführt hatte, die Individualisierbarkeit von Verantwortung, von Verwaltungshandeln.
Die Tatsache, dass ich, wenn ich eine einrichtungsbezogene Nachweispflicht anordne, dass ich damit Menschen auch dazu treiben kann, dass sie über einen Suizid nachdenken. Wir haben solche Fälle, die sich bei uns melden, die einfach verzweifelt sind, die unfassbar verzweifelt sind. Und die aber auch wieder, weil niemand dafür Verantwortung übernimmt, was man da jetzt geschaffen hat, noch nicht mal irgendwo hin können mit ihrer Wut, mit ihrer Ohnmacht. Und dann in der Tat war die erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur einrichtungsbezogenen Nachweispflicht für viele enttäuschend. Wir haben darin im Übrigen ja eine Chance gesehen. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon gesehen hat. Wir haben gestern einen neuen Eilantrag auf den Weg gebracht, mit 200 Seiten auch deutlich umfassender begründet als der letzte. Und da wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht vielleicht das eine oder andere Argument, das das Bundesverfassungsgericht in Jahren seiner Geschichte gelegt hat, auch zur Frage ja des Luftsicherheitsgesetzes, auch wieder der Frage Individuum vor Allgemeinheit, selbstverständlich. Das ist der Kern des Grundgesetzes. Und wenn Herr Habert das mit seinen Kollegen hinwegwischen möchte, dann muss man sich langsam wirklich fragen, ob die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht durch manche Institutionen gefährdet wird. Einerseits eben Ihr Stichwort der Amtsanmaßung und dann sehr präzise diese Stelle, die Sie da erwähnt haben mit Artikel 38 des Grundgesetzes. Carlos Gebauer, der ja auch schon erwähnt wurde, der ja auch diese Idee irgendwie einmal artikuliert hat, hat in seinem wunderschönen Buch Grundgesetz 2030 so irgendwie Modernisierungsvorschläge für eine Erhaltungssanierung, hat er das genannt. Und er hat dann sehr präzise bei diesem Artikel 38 diese Thematik, die Sie eben angesprochen haben, auch lokalisiert und hat dann eine gute, konsequente, lustige, aber sehr konsequente Idee gehabt in diesem Artikel 38, der ja da endet. Sie sind Vertreter, die Abgeordneten des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Hat er sich dann gesagt, ja, und was heißt denn das? Nur im Krankenhaus ist denn der Chirurg auch nur seinem Gewissen unterworfen für seine Entscheidungen? Also jedenfalls hat er jetzt da angefügt, der Artikel ist viel länger als heute, eigentlich fast wörtlich die gleiche Bestimmung aus dem Aktiengesetz. Und die lautet dann, ich lese die ersten drei Sätze vor, die sind wirklich, die passen, glaube ich, sehr gut zu unserer Thematik. Bei Ihrer Parlamentsarbeit haben Sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers anzuwenden. Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Abgeordnete bei einer politischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle des Volkes zu handeln. Abgeordnete, die ihre Pflichten verletzen, sind den Geschädigten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers angewandt haben, so trifft sie die Beweislast. Das ist zum Teil wörtlich aus dem Aktiengesetz abgeschrieben und passt natürlich hervorragend. Und es passt auch zu dieser Soft-Formel des nur ihrem Gewissen verpflichtet. Nicht? Also ich glaube, das ist eine wirklich konsequent gute Idee. Herr Thesen, eine Formulierung, mit der Sie etwas anfangen können als Jurist? Da muss ich etwas Wasser in den Wein gießen. Oder soll ich noch mal nachdenken? Der Gesetzesvorschlag, kann ich noch mal kurz reinschauen? Das ist aber die erweiterte, genau. Ja. Der strotzt vor unbestimmten Rechtsbegriffen. Aha. Das muss man ja immer ausfüllen, nicht? Bei Ihrer Parlamentsarbeit haben Sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers anzuwenden. Das heißt, Sie müssen als Richter, bei dem dieser Mann angeklagt ist oder diese Frau, jetzt erst einmal herausarbeiten, was ist denn
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Mandatsträgers. Dann hilft Ihnen das Gesetz klar. Zwang einzusetzen, nicht nur, wenn der Abgeordnete bei einer politischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte. Ja, was ist denn die Vernunft? Darüber gibt es ja nun Regalmeter an philosophischer Literatur. Auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle des Volkes zu handeln. Auf der Grundlage angemessener Information. Na gut, er wird sagen, ich habe Sachverständige angehört. Dann sagt der andere, du hast nicht genug Sachverständige angehört, du hast nicht die richtigen Sachverständigen angehört. Dann sind wir sofort beim gerichtlichen Verfahren im Sachverständigenstreit, ja? Die sich gegenseitig für Schwachverständige halten. Also ich warne davor, die Untiefen der Rechtsfindung dann. Ja? Das Gesetz finde ich auf den ersten Blick auch hervorragend. Nur wenn ich mir überlege, wie sieht das dann in der Praxis vor Gericht aus? Das ist auch die Problematik, die Sie angesprochen haben mit den großen Behördenstäben. Ich sage immer gerne, die öffentliche Verwaltung ist die organisierte Verantwortungslosigkeit. Sie werden als Richter, Sie haben den wunderbaren Fall ja gebracht, wo nacheinander bei BER immer wieder die Entscheidungsträger wechseln und Sie hinterher als Gericht nicht mehr eindeutig einem einzelnen Beteiligten die Verantwortung zumessen können. Mit dem Ergebnis, er kommt frei. Ja. Das funktioniert eigentlich nur noch in ganz archaischen Gesellschaften. Wissen Sie, wir haben im alten Athen, da hatten wir ja noch eine idyllische Form von Demokratie, da versammelten sich wie in der Schweiz auf dem Marktplatz die Bürger, damals nur die Männer, meine Damen, das war so. Die Sklaven auch, die waren ja überhaupt keine Menschen. Nee, die waren die politisch Unterworfenen. Noch viel schlimmer, das altgriechische Wort für Sklave hieß Andropodon. Das heißt ein Menschenfuß. Ja, es war gar kein Mensch. Ja, deswegen spielt er nicht mehr. Aber lassen wir das. Die versammelten sich auf dem Marktplatz und regelten ihre Dinge, wie heute noch vielleicht in kleinen Schweizer Gemeinden es funktioniert. Ja, genau. Aber da funktioniert es doch deswegen, weil es alles überschaubar ist und weil die persönliche Haftung, jetzt kommen wir hier hinein, einen doch direkt anspringt, wenn man da steht und mit seinen Nachbarn drüber diskutiert. Aber es hatte natürlich auch seine Probleme. Die alten Athener hatten in der Zeit so um 500 vor Christus ein System eingeführt, das Scherbengericht, der Ostrakismos. Da hat man einmal im Jahr sich auf den Marktplatz gestellt und war aufgefordert, den Namen des Bürgers-Politikers, sie waren ja immer beides, auf die Scherbe zu ritzen, der ausgewiesen werden sollte. Für 10 Jahre aus der Stadt verbannt, was natürlich damit auch seine wirtschaftliche Grundlage zerstörte. Ja. Das waren reine Willkürgeschichten, das war überhaupt nicht steuerbar, wer am Ende da am häufigsten auf den Scherben stand. Ich gebe zu bedenken, der anerkanntermaßen größte Staatsmann Athens, Perikles, wurde ostrakiert. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, auch demokratietheoretisch zu sagen, wir machen das alles einfacher und ziehen das runter an das Volk, zumal in der heutigen arbeitsteiligen Welt ja nicht nur die Herstellung eines Automobils von vielen Menschen geleistet werden kann und ein Einzelner es nicht kann, so lassen sich komplizierte Dinge wie etwa der Atomausstieg oder wie die Bankenrettung ja nicht so schlank wegmachen. Und da halte ich es für wahnsinnig schwierig, hier im gerichtlichen Verfahren, auch auf der Grundlage eines so vorzüglichen Gesetzes, zu einer echten Haftung zu kommen. Also nur gerade schnell, gar nicht als Einwand, Sie haben natürlich absolut recht, dass das noch der Subsumption bedarf. Ich glaube, es behauptet ja niemand und auch Carlos Gebauer nicht, dass
dass es damit irgendwie viel einfacher wäre. Nicht? Ich glaube, die Rechtsfindung ist ein kompliziertes Geschäft. Und der einfache Fall, wo der Recht und der nicht Recht hat, und zwar ganz Recht und gar nicht Recht, den gibt es ja gar nicht. Gerade in, sagen wir, größeren Zusammenhängen, die eben auch politisch interessieren, in großen Projekten, in großen wirtschaftspolitischen Fragestellungen, da ist die Sachlage objektiv höchst komplex. Und es geht ja dann um die Frage, wie geht man mit dieser Komplexität um, nicht? Und das sind, sagen wir, generell abstrakte Normen, das kennen wir ja vom täglichen Arbeiten. Die sind immer diffus, die sind immer offen, die brauchen immer noch der Konkretisierung im einzelnen Fall. Und das ist natürlich hier auch der Fall. Ja. Ich glaube, Carlos Gebauer ging es da mehr darum zu sagen, warum gibt es denn Leute, zum Beispiel Abgeordnete, für die das Recht, das sonst für Normalsterbliche auch gilt, für normalsterbliche Unternehmensvorstände auch, nicht? Ja. Warum soll das für die nicht gelten? Das war so seine Message. Ja, ja. Und ich glaube, die ist durchaus konsequent. Ja, niemand. Sind das vergleichbar? Das sind ja teilweise individuelle Sachen, wenn es um Autokauf oder solche Sachen geht, oder wenn es um den Energieumbau eines ganzen Landes geht, da sind ja Dimensionen dazwischen. Kann man das denn vergleichen eigentlich? Nein, da wollte ich gerade sagen, das ist im Prinzip so ein Gummiparagraf aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich bin ja nun wirklich kein Jurist und habe auch nur bescheidene Kenntnisse im Staatsrecht vielleicht, aber ich denke, in dieser Frage würde ich jetzt mal als normaler Wähler und Bürger sagen, ich möchte lieber eine andere Art von Kontrolle haben, eine demokratische Kontrolle, die wir ja zumindest auf dem Papier haben. Also ich meine, ich finde das Grundgesetz eine wunderbare Sache, die meines Erachtens nicht groß ergänzt werden müsste oder verändert werden müsste, wenn man tatsächlich nach dem, was dort steht, handeln würde. Und da sind halt viele Dinge, die halt nicht mehr ausgeführt sind. Und jetzt, was Herr Gebauer in dem Artikel da schreibt, es ist also auch ein starker Satz. Ich meine, der bewusst denkende und dem Guten verpflichtete Mandatsträger. Da würde ich gern mal ein Beispiel sehen, wenn wir, ja, es gibt ja schon tausende Abgeordnete im Moment im Land und sie haben sicherlich sehr wertvolle Arbeit für dieses Bundesland getan mit dem, was Sie da mit der BER-Sache gemacht haben. Also ich meine, es gibt sicherlich gute Beispiele immer wieder und ich denke, die müssten doch dann auch den Anreiz schaffen, dass andere dem auch nachstreben. Aber wenn wir jetzt sagen, wir kontrollieren sie in der Form, dass wir sagen, wir müssen nachweisen, dass der eine üble Intention gehabt hat, das ist so ein, etwa wie beim Betrugsparagrafen, wenn man sagt, wer in der Absicht handelt und so, nicht? Dann muss man ja die Absicht nachweisen. Ja, naja, da sagt doch jeder angeklagte Abgeordnete oder Minister, wird sagen, ich meine, wir haben in Erinnerung noch Herrn Scheuer, das war unser Bundesverkehrsminister, der ganz enttäuscht abgetreten ist, als er jetzt dann abgewählt war, die letzte Regierung Merkel abgewählt war, ist er abgetreten und hat noch zum Schluss gesagt, also er sei ja so mies behandelt worden. Ja, also ich habe auch das Taschentuch rausgeholt und habe gedacht, ja, das stimmt irgendwie. Der hat nur 500 Milliarden oder was hat er mal soeben versenkt, weil er Verträge mit einer Maut, die ja heimlich waren. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, Sie sind ja nicht im Bundestag, aber wenn Sie im Bundestag wären, dürften Sie als Abgeordneter diese Verträge der Autobahnprivatisierung und der Mautverträge, dürften Sie nur im Sicherheitsraum im Reichstag einsehen. Ja, und Sie dürfen die noch nicht mehr, Sie dürfen Ihr eigenes Handy nicht mitnehmen, Sie dürfen ein Blatt Papier bekommen so und einen Bleistift und dürfen sich Notizen machen, aber das war es schon. Und dann als nächstes haben Sie unterschrieben, wenn Sie reingehen in diesen Sicherheitsraum, dass wenn Sie rauskommen, dass niemandem erzählen, was Sie da gelesen haben. Also ich meine, da würde ich mal ansetzen und das ist alles grundgesetzwidrig und verfassungswidrig, wie auch immer wir das nennen, da brauche ich eigentlich diese Sache von Transparenz und die müssen wir eigentlich einfordern und die kann man herstellen innerhalb unseres Systems. Da brauchen wir keine neuen Rechte für schaffen, denke ich. Und dann steht plötzlich auch so ein Bundesverkehrsminister, der steht mit nackten Kleidern da. Ich meine, der hat dann wirklich was zu erklären. Warum wird da irgendeine Firma begünstigt, dass wenn wir die Autobahn irgendwann privatisieren, weil uns die Schuldenbremse dazu zwingt,
Ja, das sind ja alles politische Entscheidungen, ob wir Schuldenbremse haben oder nicht. Im Moment ist es mal wieder völlig egal. Wir schöpfen aus dem Vollen, weil es so schön Richtung Krieg geht. Ja. Aber wenn man dann sagt, wir haben jetzt kein Geld mehr in der Kasse, wir müssen deshalb leider die Autobahnen verkaufen, dann werden irgendwann diese ganzen Mautdinger auch angehen und dann werden wir sie alle auch irgendwann zahlen. Also ich sehe, das kommt noch. Ja, aber das ist halt ein Geheimvertrag, der da liegt. Und da finde ich, die Abgeordneten, die dürfen nicht drüber reden, sie dürfen es nicht fotokopieren und nicht verteilen. Und das sind diese Sachen, wo ich die Korruption schon also sehe und rieche förmlich. Und da bin ich als Journalist, ehemaliger Journalist, immer gern investigativ dran gewesen. Aber auch mir ist es nicht gelungen, obwohl ich einige Abgeordnete gut kenne, die tatsächlichen Kernstücke dieser Vereinbarung einsehen zu können oder mir berichten lassen zu können. Und da würde ich ansetzen, dass man die Transparenzverpflichtung noch entsprechend stärkt. Kann man, reden wir über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der im Moment keine gute Arbeit leistet, denke ich. Also der sehr einseitig berichtet, zumindest in den letzten 2 Jahren haben wir ja gesehen, dass also abweichende Meinungen nicht mehr weitergegeben werden. Im Moment ist es auch besonders stark in dieser Kriegsfrage, dass man merkt, also kommt kaum noch einer ins Fernsehen, der mal eine kritische Frage stellen darf oder eine Position vertreten darf. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen eigentlich auch wieder einen Journalismus haben. Und da würde ich mal, wir sind ja nun beide quasi noch so vom Fach, sagen, wir müssten mehr Nachfragen haben von Journalisten. Wir haben jetzt, ich glaube in Berlin sind es 2000 Hauptstadtkorrespondenten. Früher waren wir 300 in Bonn. Ja, das hat auch gereicht. 300 haben auch genügend Skandale aufgedeckt. Ja. Das Wort Transparenz ist ja in aller Munde und das steht ja sehr hoch. Kaum noch irgendwo eine Vorschrift, eine Institution, die sich nicht auf die Fahnen schreibt, wir sind transparent. Sind es hohle Worte? Oder? Ja, sind halt leider sehe ich das als hohle Worte, leere Versprechungen. Aber wie gesagt, das Recht und das Grundgesetz, wunderbar, was da alles drinsteht, was wir an Rechten haben und manchmal in schöner, einfacher Klarheit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist so schön einfach, da würde ich nicht noch 5 Nebensätze haben und sagen, ja, solche, da kommen wir wieder zu der nächsten Frage, was ist dann die Würde? Und so. Und wir haben aber alles eigentlich definiert, es ist alles da und ich weiß nicht, wie viele Gesetze wir noch bräuchten, wenn wir sie mal anwenden würden, wäre schön. Ne? Herr Titier. Aus Sicht beitragen. Erstmal wurde oft gesagt, wir zahlen. Dann möchte ich mal dieses Wir ein bisschen enger eingrenzen. Und dann möchte ich noch sagen, wenn man jetzt sozusagen generelle Aussagen im Einzelfall, im historischen Einzelfall anwendet, da heißt es unter Juristen auch nicht oftmals, nichts ist so eindeutig, dass es nicht umgedeutet werden könnte oder sogar ins Gegenteil verdreht. Ja, und das ist bei Formulierungen so. Vielleicht zunächst zu dem Wir zahlen. Also es zahlen ja nur die Nettosteuerzahler. Das heißt, die mehr in den Steuertopf einlegen, als sie wieder herausnehmen. Sie müssen also sehen, ein großer Anteil der Bevölkerung zahlt nicht, weil er mehr aus dem Steuertopf reinnimmt, zum Beispiel die Politiker, die Beamten, die Pensionäre, als sie wieder zurücklegen. Netto nehmen sie raus, per Saldo nehmen die aus dem Steuertopf raus. Menschen, die per Saldo nichts hineintun, sondern herausnehmen, die tilgen natürlich keinen Euro Staatsschuld und die tragen keinen Euro zu den Einnahmen bei. Also wir zahlen nicht, sondern es zahlen die Netto-Steuerzahler. Ich glaube, der Soziologe Gunnar Heinsohn hat ihn mal so zahlenmäßig versucht, empirisch zu erfassen und kam da so auf 15 Millionen. Aber 60 Millionen stimmen ab, wie die Mittel verwendet werden. Ich möchte das jetzt gar nicht, nur dass man das mal auf sich wirken lässt. Es zahlt nur ein kleiner Anteil. Daneben hat natürlich der Staat natürlich die Möglichkeit, neben der Besteuerung durch das Zentral- und Geschäftsbanksystem, durch Inflation eine indirekte Steuer zu erheben, indem man einfach die Schuldenbasis ausweitet des Staates. Und die Menschen merken das dann nicht so direkt, wenn sie scheibchenweise in kleiner Inflation, wenn es jetzt nur 2% sind, dann ist es in etwa alle 35 Jahre, halbiert sich dann die Kaufkraft, bei 10% allerdings schon alle 7 Jahre, da ist es dann sichtlicher, das möchte man eigentlich nicht haben. Da sagt man dann jetzt, Lagarde hat es geschickt formuliert, aber wenn wir Energie und Essen rausrechnen, sind es ja nur noch 3%. Interessant, weil ohne Energie und Nahrungsmittel ist natürlich
dann wüsste ich gar nicht, was man dann noch an. Das ist ja erstmal das, was man braucht, Energie und Nahrungsmittel, um als lebendiger Organismus mal hier sein zu können. Aber wenn man das dann rausrechnet, könnte man doch als nicht lebendiger Organismus ganz ordentlich davon leben. Das ist der eine Gesichtspunkt. Den ich dazu beitragen wollte, also wer ist dieses Wir? Ja. Und der andere Gesichtspunkt war nochmal, jetzt habe ich den... Ja, vielleicht können wir dann das nochmal praktisch dann... Mit der Interpretation, ja. Das ist mir noch wichtig. Nichts ist so eindeutig, dass es sich nicht umdeuten ließe. Und da kommt es eben darauf an, welche Haltung hat der interpretiert. Ja. David, du hast vorhin gesagt, der ideale Mensch, ja natürlich haben wir die Welt, wie wir sie jetzt haben, entspricht den Haltungen, also den Menschen, so wie sie sind. Ja, also, ja, so denken sie über sich und die Welt und so sind dann auch die Menschen, so konstruieren sie dann auch ihre Gesellschaft. Und jetzt kann ich dasselbe Textstück, die Würde des Menschen ist unantastbar, könnte man jetzt ja auch auslegen und kann sagen, okay, es ist damit vereinbar, wenn ich einen friedlichen Menschen, der mir nichts getan hat, also der hat mir keinen Schaden zugefügt, ich habe keinen Grund jetzt, ihn für irgendwas zu belangen, ich habe mit ihm vielleicht erst nichts zu tun, ist es okay, ihn zu zwingen, mir etwas zu geben oder eine Handlung abzuzwingen, die er ohne meinen Zwang nicht tun würde? Oder ist es mit der Würde vereinbar? Und Sie haben ja vorhin die Luftsicherheitsgesetzentscheidung angesprochen, da hat das Bundesverfassungsgericht sogar mal also wenn auch wahrscheinlich unwissentlich, die subjektive Wertlehre der österreichischen Schule der Ökonomie angewandt, indem sie gesagt hat, ja, man kann eigentlich mit Menschen leben, also hinsichtlich Anzahl und Dauer, keine algebraischen Operationen durchführen, ja, weil der Wert eines Menschenlebens ist sozusagen unbegrenzt, unendlich und deswegen quantitativ nicht bestimmbar. Ja, das wissen wir seit Karl Menger, aber das ist, deswegen kann man also durch Addition, wir wissen auch, wenn wir mehrere Wahlakte zusammenzählen, ja, dann wissen wir nie, was der jeweils Wählende, wie sehr er meinetwegen A gegenüber B vorgezogen hat. Das sind keine quantitativen Informationen drin. Und dann missachten wir das wieder, die subjektive Wertlehre, und sagen, okay, dann machen wir die mathematische Substitution, pro Kopf setze ich 1 als Einheit, also da habe ich Größenzahlen, damit kann ich rechnen. Und denke, ich hätte jetzt so den Willen des Kollektivs ermittelt. Aber nochmal mit der Interpretation von Texten, wann wir am Ende, die können in beliebige Richtung interpretieren werden. Es kommt darauf an, welche Haltung haben wir zu uns und wie stellen wir uns menschliches Zusammenleben vor. Ja? Stellen wir uns das schwerpunktmäßig vor, da gibt es Herrschaft und da gibt es ein Kollektiv, ein Volk und dieses Kollektiv kann auch handeln, ja? Indem wir sozusagen Wahlakte, Abstimmungen zählen, dann haben wir ein handelndes Kollektiv und es steht dann über allem. Sie haben es ja angesprochen mit was steht denn oben? Ja? Das Wohlergehen, die Würde des Individuums oder Gemeinwohl ist alles, Einzelwohl ist nichts. Ja? Also hat sich immer unterzuordnen und da denke ich, müsste sich erst noch was bewegen. Ja? Und vielleicht, wie verändern sich Haltungen? Haltungen verändern sich in dem eben nicht auf der Handlungsebene. Wir könnten darüber diskutieren. Ja. Also wenn Sie jetzt jemand haben, der sagt, meine Haltung ist zu dem politischen Thema dies und jenes. Ja. Dann Haltungen, oder ich meine zu dem politischen Thema dies und jenes. Da können Sie sich streiten über Politikerhaftung noch ohne Ende. Weil um zu den Haltungen zu kommen, müssen Sie durch das Denken und Fühlen her. Ne. Also vieles, was die österreichische Schule sagt, können die Menschen von ihrem Denken und Fühlen her nicht annehmen. Ne. Oder auch was Franz Oppenheimer jetzt immerhin, der Doktorvater Ludwig Erhard, und auf unserer Briefmarke, wenn er sagt, politisches Handeln ist das Bewirtschaften des Menschen mit dem politischen Mittel Zwang. Sag ich, Moment, das kann ich so emotional nicht annehmen, da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. Ja, weil die Denken- und Fühlen-Ebene das blockiert. Und wenn man durch die hindurch geht, kommt man an die Haltungsebene. Also das Handeln funktioniert sozusagen, ich habe Einstellungen und Überzeugungen. Ja, das ist sozusagen mein Basic Setup. Daraus ergibt sich das, was ich emotioniere, mein Denken und Fühlen, ja, was begehre ich. Und daraus folgt dann das Handeln. Das Handeln kommt also ganz am Ende, ja, der Kette. Und wenn man jetzt einen großen Hebel haben will, anzusetzen, dann muss man zu den Haltungen, man muss die Menschen durch ihr Denken und Fühlen erreichen. Und leider überprüfen die meisten Menschen ihre Haltungen erst, wenn sie im Denken und Fühlen eine schwere Krise haben. Ja. Also wenn schon schlimme Sachen
passiert sind. Dann sagt man, oh Gott, so soll es nie wieder werden. Und sie kommen selten auf die Idee, oh, jetzt habe ich mich da 50 Jahre im Wesentlichen geirrt in meiner Auffassung zu mir und zur Welt. Das will ich jetzt überdenken. Die wenigsten Menschen kommen ohne Krise dahin. Ja. Aber es gibt Methoden, sie an den Haltungen zu erreichen. Zum Beispiel das, was im negativen Sinn Propaganda ist, also die Wiederholung. Sie erreichen das Unbewusstsein eines Menschen nicht nur durch Schock und emotionale Aufladung, sondern auch durch Repetition. Deswegen war immer der beste Schutz gegen Propaganda, gegen Propaganda. Ja. Ganz wichtig, Propaganda wirkt nur, wenn das als einziges, wenn es gebetsmühlenartig, es gibt Narrativ A ist richtig, Narrativ A ist richtig, es gibt kein Narrativ B. Leute, die Narrativ B behaupten, sind Leugner. Ja, dann drehe ich nur noch Narrativ A. Weil wenn die Menschen, das funktioniert nicht, ins Unterbewusste reinzukommen, wenn es Gegenpositionen zu gewissen Narrativen geben würde. Was wir heute natürlich erleben ist, hier gibt es die Experten A, die stützen das derzeitig, the current thing, ja, den aktuellen Aufreger. Und dazu sind dann auch abweichende Meinungen nicht mehr duldbar, obwohl die Methoden, die bei diesen Wissenschaften eingesetzt werden, will ich nicht näher angehen, aber praktisch das nennt man in der Erkenntnistheorie Ludwig von Mises eigentümliches Verstehen, es sind also subjektive Mutmaßungen. Ne? Weil es ist ja nicht wie das naturwissenschaftliche Experiment jederzeit von jedermann wiederholbar und überprüfbar, sondern es sind ja oft Geschehensabläufe, die 10, 20, vielleicht ganz lange in der Zukunft liegen, die evidenzbasiert heute gar nicht testbar sind, bei denen der Ursache und Wirkungen viele sind nicht isolierbar und es gibt Rückkopplungen, die darauf zurückwirken. Und deswegen könnte man da eigentlich trefflich streiten. Und es gab es ja auch bei der Krankheitswelle, dass am Anfang Experten sagten, na, da bin ich ganz anderer Auffassung, Jean-Pierre Ioannidis ist genannt worden als Epidemiologe. Und da war das am Anfang noch strittig und irgendwann gab es aber nur noch eine Haltung. Und das ist natürlich das, so funktioniert es dann, die Mühle. Ne? Also nicht nur durch emotionalen Schock oder auch durch Freude, also starke Emotionen, sondern Wiederholung. Wir wissen das alles. Wir lernen die Dinge, indem wir sie wiederholen, werden sie uns unbewusst. Ja? Sie denken nicht mehr nach, wenn sie mit mir reden, Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern durch die viele Wiederholung haben sie das eingeübt und es ist zu einer Grundhaltung, einer unbewussten Grundhaltung geworden. Und Irenaeus Eibel-Eibesfeld, der Humanethologe, hat das erkannt, die Gefahr der Propaganda, und hat auch erkannt, dass auch westliche Zivilisationen dieses Mittel des psychischen Hofierens, oft in Abwechslung, hat er gesagt, mit Zuckerbrot und Peitsche einsetzen, um ihre Ziele, ihre politischen Ziele durchzubekommen. Also wer eine Sache natürlich, das ist das, was auch die Journalisten sagen oder was man für diese pluralistische Gesellschaft, wenn natürlich die Grundnarrative sind ja heute nicht mehr Sozialismus oder Kapitalismus, wobei jetzt das Kapitalismus-Narrativ ja auch in den manchen Bewegungen der mit vorkommt, aber heute sind die Narrative andere. Ne? Du bist, wenn nicht sozusagen ich mit meiner Gruppe Staat als Gewaltmonopolist dir vorschreibe, was du Energie verbrauchen kannst, etc., dann führt es zu einer Katastrophe, die ist unermesslich. Ja? Und da wird dann die andere Seite stumm geschaltet. Und es gibt nur noch das eine. Und dann kann man, wenn die Menschen dann mehrheitlich so ticken und so verunsichert sind und das eine wollen, dann können sie ein Gesetz reinschreiben, was sie wollen. Ja? Es gibt ja dann immer... Wie wird es interpretiert? Brechen wir das mal runter auf den Verbraucher jetzt dann. Was bedeutet das dann jetzt im praktischen Alltag für den? Was kann der dann juristisch unter Umständen, was könnte er machen? Oder vielleicht kommt die Aussage eher darauf hinaus, was kann er eigentlich nicht mehr tun? Die Frage an Sie jetzt nochmal, wobei jetzt denke ich nicht an den Preisboxer Tyson, sondern an den Juristen. Ich glaube, die Grundproblematik unseres Berufsstandes bzw. unserer Profession, der Juristerei, besteht auch darin, dass wir von unserer Ausbildung her enorm rechtstechnisch aufgestellt sind. Wir lernen, wie die Paragraphen zusammenhängen, wie man subsumiert, wie man einordnet und so weiter. Dann kann so etwas herauskommen, wie bei Herrn Habert mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, der dann dem Arzt sagt, Sie können ja eine Zeit lang einen anderen Job suchen. Es kann aber auch anders sein, nebenbei bemerkt, in einem meiner Fälle hat das tatsächlich auch mal ein
eine Behörde gesagt und das Verwaltungsgericht in der untersten Instanz hat es verworfen. Im Übrigen sehe ich die richterliche Unabhängigkeit, je weiter unten, je ausgeprägter. Und der unabhängigste Richter ist der in der unteren Instanz, der nichts mehr werden will. Oder überhaupt, der sich dazu entschieden hat, die Familie vorzuziehen. Ja. Ich sehe auch bei den Staatsanwälten, nicht? Also die Entscheidung Merkel von der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin war eine glatt rechtstechnische. Und sagt, ja, das Gesetz ist geändert worden und schon ist sie draußen. Ein Jurist, der nicht rein rechtstechnisch mechanisch denkt, ja, sondern vielleicht eher doch eine naturrechtliche Ausbildung hat oder mindestens Philosophisches in seinem Studium mitbekommen hat. Wir haben überhaupt eine große Kontroverse zwischen dem Naturrecht und dem positiven Recht. Der Positivismus ist eben halt dieses technische, mechanische Rechtsanwenden, was ja dazu geführt hat, ich kenne einen krassen Fall aus der Rechtsgeschichte, es gab den berühmten Rechtspositivisten Hans Kelsen, der sich ja dazu verstiegen hat, damals, nachdem die scheußlichen Dinge der Nationalsozialisten passiert waren, obwohl er selbst aus einer jüdischen Familie kam, dem Staat zu attestieren, dass er das eben darf, weil der Staat eben Recht setzt. Und wenn ein Staat solches Recht setzt, ist es eben Recht. Ja? Das ist also krass. Er hat davon später ja auch Abstand genommen. Aber die Gegenposition ist eben halt das, was hier von Ihnen beiden auch vertreten wird, dass eine ethische Grundierung des Rechts erforderlich ist, die einen dazu führen kann, solche Entscheidungen gerade nicht zu treffen. Und da meine ich, wäre die erste Forderung eben halt auch in der Juristenausbildung, dass sie nicht rein beim Rechtstechnischen verharrt, sondern die Juristen tatsächlich auch Prüfungsarbeiten auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie absolvieren müssen, würde ich verlangen. Ja, der Verbraucher. Dem Verbraucher können Sie natürlich einen platten Satz sagen, naja, da kommen Sie zu mir in die Kanzlei, morgen machen Sie einen Termin mit meiner Sekretärin und dann gucken wir mal. Ne? Der Verbraucher ist ein hilfloses Wesen. Gerade wenn man den Staat, wie Sie beide es tun, doch als Machtagglomeration betrachtet, dann ist er eben halt das kleine Mäuslein, das zwischen den Elefantenfüßen herumläuft. Ja. Und da kann wirklich nur im Einzelfall das Recht durchgesetzt werden, wenn sich Juristen finden, auch gerade in den unteren Instanzen, wo es ja dann häufig auch bleibt, die individuell dann mal das Recht herbeiführen, wie im Falle meiner Physiotherapeutin, der man dann ins Urteil reingeschrieben hat, jawohl, der genesene Zustand gilt doch 6 Monate, aber nur, weil da ein Fehler gemacht worden ist, wobei dann der Treppenwitz der Geschichte war, 2 Tage später hat der Staat das dann doch geändert. Und jetzt, ja, gut. Aber wie gesagt, ich denke, es ist eine gesamtgesellschaftliche Sensibilisierung erforderlich. Recht ist nicht nur schlicht und einfach Paragraphen zu lesen, Häkchen zu machen, sondern Recht ist etwas viel Komplexeres, ist etwas Tiefgreifendes. Es ist ja existenziell für uns alle und wir müssen miteinander verhandeln. Wie gehen wir miteinander um und was können wir von denjenigen erwarten, die wir in Ämter gewählt haben, die ja für uns auf Zeit dieses Amt ausüben sollen, beziehungsweise von denen, die wir sagen, du machst für dein restliches Leben hier Richter, aber dann erwarten wir von dir auch, dass du ein Richter bist und kein Rechtsanwender. Also da würde ich sehr, sehr, sehr beipflichten, dass auch schon in der Ausbildung da einiges schiefläuft. Wenn man sich so erinnert, nicht, wie man da das Studium begonnen hat. Ich weiß nicht, vielleicht ging es Ihnen auch so. Was ist überhaupt Recht? Das ist ja doch interessant, das will man jetzt mal kennenlernen. Und ist dann enttäuscht, dass man merkt in der ersten Vorlesung, das ist im Grunde genommen einfach die geltenden Gesetze lernen, vielleicht noch die innere Systematik ein bisschen und wie dann diese Anwendung funktionieren soll. Und was eigentlich Recht ist, das verflüchtigt sich.
Und dann gibt es vor allem etwas, das in der allerersten Lektion der Einführung ins Recht kommt, was eigentlich ein absoluter Skandal ist, nämlich es heißt dann, wir unterscheiden in zwei grundsätzlich verschiedene Rechtsbereiche, Privatrecht und öffentliches Recht. Ne? Irgendwo ist dann noch das Strafrecht, aber mal das, diese beiden Hauptkategorien. Aha, zwei verschiedene, ja, ich dachte doch, vor dem Gesetz sind alle gleich, vor dem Recht sind alle gleich. Und was sind jetzt die beiden verschiedenen? Und dann ist es wirklich so, das Privatrecht ist für die Normalsterblichen und das öffentliche Recht ist für die Privilegienträger dieser Organisation, die diese Gesetze gibt. Kein Wunder kommen die Gesetze so raus. Kein Wunder lauten die öffentlich-rechtlichen Gesetze ganz anders als die natürlich gewachsenen Privatrechtsgesetze, wozu ich auch durchaus strafrechtliche, so gemeine Delikte, Mord, Diebstahl, nicht, diese Dinge dazu zähle. Warum werden da Unterschiede gemacht? Warum, wenn einer dem anderen voraussetzungslos 10% seines 20% seines Einkommens wegnimmt, vielleicht auch 30%, warum ist das unter öffentlichem Recht legal, unter dem originellen Titel Steuer? Und warum ist genau das Gleiche im Privatrecht oder im Strafrecht Diebstahl und im Privatrecht eine unerlaubte Handlung, die zu einer Schadenersatzforderung führt? Ist zumindest eine interessante Frage. Nicht? Und die Frage, die findet im Studium überhaupt nicht statt. Überhaupt nicht. Und das ist eigentlich die Kernfrage dieser ganzen Fragestellung, die wir da haben, dieser Problematik, die wir haben. Und ich meine eben, dass es nicht zufällig ist, wenn wir jetzt da auch unsere Diskussion da so nehmen. Sie sind der Meinung, Sie hatten das jetzt speziell gesagt, und ich weiß nicht, ob generell, sagen wir mal, auf dieser Seite da diese Meinung herrscht. Das hat jetzt nicht mit politisch da irgendwie so. Und sagen wir mal, das ist die pragmatische Seite, würde ich sagen. Ich glaube, in vielen sind wir uns ja prächtig einig. Aber so pragmatisch sagen Sie, da stehen doch viele gute Dinge in diesen Rechtsordnungen. Und sei es sogar mit dieser Unterscheidung in öffentliches und Privatrecht, aber auch im öffentlichen Recht gibt es doch Regeln, bei denen man diese Machtstruktur behaften könnte, da müsste man doch einfach jetzt mehr das und das und das. Nur ich frage mich, aber warum geschieht es denn nicht? Und das ist nicht Zufall. Mir kommt immer so das Bild in den Sinn, das ist wie wenn man sagt, als Kontrolleur, als Herrscher des Hühnerhofs setzen wir den Fuchs ein. Der ist kräftig, der macht das gut. Aber wir geben ihm ein Gesetz, du darfst dann nicht Hühner fressen. Das ist dann verboten. Und wenn du das machst, und der frisst Hühner, wie kommt das nur, dass der Hühner frisst? Also so kommt es mir irgendwie vor, solange wir, und der Fuchs ist der Monopolist natürlich, nicht? Solange wir diesen Fuchs im Hühnerhof haben, können wir ihn noch und nöcher bei seinen Prinzipien behaften. Wir können mit scharfem Journalismus versuchen, da Skandale bloßzulegen, aber er bleibt ein Fuchs. Ja. Man könnte eben noch sagen, dass er nur angemessen und vernünftig ist. Auch das. Ja. Zum Thema Fuchs und Hühnerstall. Naja, ich komme mir bald vor, also gestern hat ja die Frau Baerbock uns gesagt, dass sie Tiere jetzt schickt, Leopardpanzer und sowas. Ne? Also ich komme mir langsam vor wie bei Animal Farm. Ja, sie hat wirklich gesagt, die Tierlieferungen hat sie, im Bundestag. Muss man nochmal hin. Ja, die hat was mit Tieren halt. Ist ja auch... Ja, also es ist ein bisschen wie bei Animal Farm. Ich denke immer, man guckt so, also bei der Pandemie hatten wir es ja auch, da hatte man so das Gefühl, man guckt so durch das Fenster und man sieht dann in der letzten Szene,
wie also die Schweine da sitzen und wunderbar feiern und alle anderen durften nicht mehr feiern. Nicht? Das ist bei Animal Farm, glaube ich, die letzte Szene. Und so fühlte ich mich jetzt dauernd in dieser Pandemie-Sache, wo ich gesehen habe, also die Feiern, nicht nur bei Boris Johnson in seinem Premierministersitz, gingen weiter, auch in der EU-Kommission und überall. Sie haben also sich ihr Sonderrecht im Prinzip herausgenommen. Und ich denke, was wir als jetzt in der Demokratie, die ich immer noch sehe als das, was wir doch haben, also ich sage nicht, wir leben in einer Diktatur, aber wir haben, sage ich mal, deutliche Schrammen alle abbekommen, nicht nur in den letzten 2 Jahren, wo diese Verselbstständigung stattgefunden hat, was wir vorhin auch sagten mit den Parteien, dass sie, egal welche Partei ich jetzt neu gründe oder mache, ich kriege wieder die gleichen Strukturen irgendwann rein, weil es offensichtlich systemisch bedingt ist. Und der große Bundespräsident, von mir sehr geschätzte Bundespräsident Richard von Weizsäcker, hatte das in den 80er Jahren mal thematisiert und ich habe ihn zu dem Thema dann auch mal interviewt, wie die Parteien sich den Staat zur Beute gemacht haben. Das hat er so deutlich angesprochen, obwohl er selber aus dem Parteiengefüge natürlich kam, sonst war er hier auch mal regierender Bürgermeister gewesen und dann, wie gesagt, halt CDU-Bundespräsident geworden. Aber der hat es so weise zusammengefasst eigentlich und die Kritik, die er geäußert hat, die ist bei mir ganz tief verankert, wo ich sage, da müssen wir eigentlich wieder hinkommen, dass es auch etwas mit einer Ehre zu tun hat, wenn man einem Amt dient, dass man ein Amt hat. Und ich glaube, dieser ganze Begriff, wir haben nur noch Berufspolitiker, die eigentlich, die meisten haben nie gearbeitet oder ich muss jetzt nicht von der Werkbank reden, dass jemand, der in der SPD ist, unbedingt am Hochofen gestanden haben muss. Aber nein, aber es gab es schon früher. Es gab noch Abgeordnete im Bundestag, die habe ich mal interviewt, die waren selber mal am Hochofen gewesen. Aber es gibt inzwischen so etwas wie eine Berufspolitikerkarriere. Da wird man direkt danach irgendein Studium, ist schon fast egal, man kann was mit Tieren studieren oder, ja, oder Völkerball oder weiß der Teufel was. Und dann kann man halt für jedes Amt bei gehandelt werden. Und das ist etwas, wo ich einen Verfall dieser Sitten sehe, wo eigentlich der Richard von Weizsäcker damals das schon gesehen und auch angesprochen hat. Der hat damals sogar ein bisschen Schläge gekriegt von Helmut Kohl dafür, dass er das so deutlich gesagt hat. Aber da gab es ja auch diese ganzen Affären, die sind nur komischerweise alle dann, also das war die U-Boot-Blaupausen-Affäre, da war Hippenstiel, Imhausen, Chemiewaffenfabriken wurden gebaut in Rabta, in Libyen und sowas. Ich war mit an einigen Aufdeckungen damit beteiligt damals. Und das war dann schon auch hochkorrupt, aber es kam immer wieder an die Öffentlichkeit, weil wir damals vielleicht auch noch anders nachgeguckt haben. Heute wundert man sich gar nicht mehr über solche Sachen. Also früher ist man auch zurückgetreten für völlig andere. Also ich meine, ich erinnere jetzt mal an den Dr. Uwe Barschel, der ist wegen einer natürlich blöden Lüge am Ende zurückgetreten und hat noch sein Leben verloren, wie wissen wir nicht genau. Aber diese Dinge, die waren noch anders, als das heute ist. Heute würde, wenn wir den Maßstab mal ansetzen würden, wegen einer Falschaussage, meinetwegen sogar unter Eid mal bei manchen, wenn die deshalb alle zurücktreten würden. Ich meine, so viel Badewannen können wir gar nicht bereitstellen. Ne? Das ist ja mal so ins Platte gesprochen. Und ich finde, da ist so der Ansatzpunkt, wo ich immer sage, wir müssen als Bürger und als Wähler, müssen wir doch genauer hingucken, wen haben wir vor uns und wen wählen wir. Ja, und vielleicht ist das System, wo ich sage, wir kommen an den Punkt, wir haben jetzt die Parteiendemokratie hat so abgewirtschaftet. Es unterscheidet sich ja auch kaum noch. Also, dass ich sagen kann, ich kann als linke rote Socke hier neben jemandem von AfD sind Sie, ne? Nein. Weiß ich nicht. Von welcher Partei sind Sie? Ich gehöre gar keiner mehr. Ach so, ja, das ist weise. Naja, das ist auch noch besser. Aber ich habe Sie jetzt für AfD gehalten. Das ist ja egal, ne? Aber nicht persönlich nehmen. Ne? Aber dass wir zusammen doch weitestgehend einer Meinung sind, obwohl wir wahrscheinlich aus gesellschaftlichen und politisch völlig anderen Richtungen kommen, das ist ja was Gutes. Aber ich sehe bei vielen Parteien halt und bei vielen Parteipolitikern sehe ich nicht mehr, dass eine große Unterscheidung vorgenommen werden kann. Und deshalb ist CDU und SPD, die sind also derartig am Ende. Und das war jetzt nur noch eine Geschmacksfrage, ob man jemanden an die Spitze wählt, der ja, bei dem halt Klamauk auch offiziell Programm ist, oder ob ein anderer kommt, der halt ein paar Leichen im Keller hat aus der Cum-Ex-Affäre. Wie gesagt, früher wäre man wegen so einem Verdacht allein zurückgetreten.
Und ja, und diesen Anstand hat überhaupt keiner mehr. Und da finde ich, wir müssen das Parteiensystem in Frage stellen. Wir müssen vielleicht auch einfach uns wieder aufs Grundgesetz in der Urfassung besinnen und vielleicht einfach sagen, Leute, es wird ganz anders gewählt. Wie wir das ausgestalten des Grundgesetzes, liegt ja an uns. Man kann ja sagen, es wird für einmal vier Jahre, was wird jemand gewählt und danach darf er gar nicht mehr wiedergewählt werden. Was werden damit? Da hätten wir schon eine Axt mal an diese Korruptionsstränge rangelegt, wo man dann sagt, und dann bitteschön in Wahlkreisen, dann wird halt der beste Mann, die beste Frau aufgestellt und gewählt in einem Wahlkreis. Warum denn Listen, warum denn Parteien, warum denn zwei Stimmen? Also das würde das Grundgesetz alles hergeben, wenn wir das wollten. Da können wir innerhalb des Systems, da brauchen wir jetzt nicht gleich von einer Revolution sprechen, aber ich glaube, das wäre eine, weil wir würden damit die Pfründe, die sich die Parteien, wie Herr von Weizsäcker richtig gesagt hatte, schon aufgeteilt haben immer. Früher waren es halt nur 3 Parteien, jetzt sind es 6 Parteien im Bundestag. Das ist auch egal, wir können auch 10 Parteien nehmen. Das wird nicht besser. Ne? Also, ja. Früher. Stimmt Ihnen dazu, dass vegane Füchse das Grundgesetz freundlicher interpretieren? Ja, früher kamen Abgeordnete ins Parlament, die noch einen Hochofen gesehen haben. Heute schalten die Abgeordneten die Hochöfen ab und Kraftwerke. Das ist der große Unterschied. Herr Lute, noch ganz kurz, bevor wir in die Schlussrunde wollen dann. Ja, wie kommt denn das zustande? Was ist dann das für ein Politikerblock, der uns gegenübersteht? Das ist der, den der Souverän haben wollte, ganz offensichtlich. Ja, das müssen wir auch mal bei aller, wir hatten vorhin das Thema der Propagandamühle, wir haben es hier gerade an einem Punkt nochmal selbst betrieben. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, Politiker, der Begriff ist fatal, weil er die Verantwortung verschwimmen lässt, weil er verschwimmen lässt, wofür der Abgeordnete zuständig ist, nämlich den Souverän zu vertreten, im Auftrag des Souveräns die Exekutive zu kontrollieren. Und Sie haben einige vereinzelte Abgeordnete, ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen zu Recht für mich reklamieren dürfen, die immer gesagt haben, ich sitze jetzt hier. Und wie kommen wir denn auf solche Ideen, dass beispielsweise, ich habe das damals in Frage gestellt, dass in einem Ausschuss der Senator neben dem Ausschussvorsitzenden sitzt. Da gehört er nicht hin. Der ist nämlich Gast im Parlament. Der hat auch nicht dazwischen zu reden beispielsweise. Ich habe das mit unserem Berliner Innenstaatssekretär ein paar Mal gehabt. Ging aber dann auch ganz schnell. Ja, Herr Staatssekretär, Sie sind hier im Parlament. Sie kommen dann dran, wenn Sie gefragt werden und nicht anders. Es geht also sehr wohl. Der Punkt ist nur, da sind wir wieder, man muss es tun. Und das tun die allerwenigsten. Und das tut dann spätestens der, der gelernt hat, dass er 20 Jahre die ZAS, so hieß das Ding, glaube ich, damals zu sozialdemokratischen Zeiten, 20 Jahre die ZAS ausgetragen hat. Und dann darf er das erste Mal für den Rat der Stadt Gelsenkirchen kandidieren. Und dann geht es da irgendwie entsprechend weiter. Man erzieht sich dann eben halt dieses politische Personal. Und wenn man dann auch sich einen feuchten Kehricht dafür interessiert, wer denn da eigentlich so auf dem Plakat ist, dann muss man sich eben halt auch nicht wundern, was man da dann bekommt wiederum. Ja? Warum sollte ich denn irgendjemand mit einem gewissen Rückgrat anbieten, wenn es doch viel leichter für mich ist, die anderen zu haben, die werden ganz genauso gewählt. Der berühmte Besenstiel, der irgendwo antreten kann. Und ich glaube auch im Übrigen, es ist zwar schon länger her, dass wir es angesprochen hatten, aber ich habe mich in Zuhören geübt, der Vorschlag von Carlos Gebauer, den ich sehr schätze, ist für das, was wir, glaube ich, alle erreichen wollen, vielmehr fatal, weil er dazu führt, dass wir eine andere Institution einführen, die statt des Souveräns darüber urteilt, was der Abgeordnete und die von ihm kontrollierte Regierung getan haben. Die Strafe, da brauchen wir kein Sonderstrafrecht oder irgendetwas, die Strafe für das Versagen als Abgeordneter ist die Nichtwiederwahl, ist, dass jemand anders gewählt wird, vorausgesetzt, dass der Souverän Lust hat. Die Lust hat, sich anzugucken, was der Abgeordnete getan hat und daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Und es ist fatal. Es ist im Gegensatz meines Erachtens eine Infantilisierung dieser Gesellschaft immer weiter. Wenn wir jetzt noch auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, selbst das musst du als Souverän nicht mehr machen, auch das macht jetzt irgendjemand für dich. Wer soll denn diese Entscheidung im Übrigen treffen? Ein Verfassungsgerichtshof, der von politischen Mehrheiten besetzt wird? Der soll darüber urteilen, ob der Abgeordnete XYZ jetzt richtig gehandelt hat? Da würde ich doch hingehen, ein bisschen machtorientiert, und als deutscher Kanzler sagen, na, Moment mal, liebe Opposition, bei dieser schwierigen Frage,
Vergesst nicht, ihr könntet in eine strafrechtliche Haftung kommen, wenn ihr nicht die guten Argumente, die wir hier so haben, bedenkt. Denn darüber entscheidet mein Freund, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ich halte das für einen sehr gefährlichen Vorschlag. Was mich auch überrascht hat, war, dass Sie so überrascht waren über die Geheimschutzraumkonstruktion im Übrigen. Ja. Ja? Auch das ist aber eine Erfahrung, die ich als Abgeordneter gemacht habe. Ich habe mich auch darüber sehr gewundert. Da ging es hier um Verträge zwischen der Charité, Vivantes und dem Labor Berlin. Labor Berlin ist eine gemeinsame Tochter von Charité und Vivantes. Charité und Vivantes gehören zu 100% dem Land Berlin. Und da sollte es sich dann um ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis handeln, das gegenüber dem Parlament, das Ding gehört uns, gegenüber dem Parlament geheim gehalten werden sollte, wie die ihre Verrechnungen vornehmen. Ich weiß warum, der Stern hat dann auch dankenswerterweise irgendwie diese Papiere komischerweise bekommen. Der Hans-Martin Tillack ist da auch nicht mehr. Und hat entsprechend darüber berichtet, daraufhin ist auch zumindest ein Ermittlungsverfahren in Gang gekommen, das dann natürlich auch wieder entsprechend jetzt etwas aus der Mode gekommen ist. Also die Frage, wie kommt es dazu, dass wir dieses politische Personal haben und kein anderes, nochmal, weil es der Souverän so will. Wir haben hier ja in Berlin auch diesen bemerkenswerten Wahlvorgang vom 26.09. gehabt, bei dem fast 100.000 Briefwahlstimmen irgendwie unter den Teppich gefallen sind, bei dem Menschen gewählt haben, die kein Wahlrecht hatten, oder dem Menschen, die ein Wahlrecht hatten, nicht wählen durften, bei dem ausgerechnet in meinem Wahlkreis ganz, ganz viele falsche Stimmzettel ausgegeben wurden, was aber natürlich vollständig unproblematisch war, und bei der dann ein Ergebnis herauskam, dass also für meine Partei, mit der ich damals angetreten bin, dass zumindest der Hermann Binkert als Chef von INSA mathematisch nicht erklären konnte. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, was macht man dagegen? Und da haben wir nun mal ja auch nur das Recht. Ja, wir haben entweder Recht oder Gewalt, meines Erachtens. So, und ich finde Recht da deutlich sympathischer als Weg. Und insofern konnte ich ein Wahlanfechtungsverfahren auf den Weg bringen. Und dann hat auch jeder, medial haben sich wenige dafür interessiert, alle belächelt. Mensch, was will denn der Lute da? Der will 2257 Original-Niederschriften aus den Wahllokalen sehen. Absurd, warum sollte man ihm das denn geben? Naja, falls öffentliche Unterlagen sind, also man könnte schon. So, und siehe da, vor nicht ganz 14 Tagen hat der Verfassungsgerichtshof, womit ich wirklich nicht gerechnet hätte, weil ich viele der Richter dort explizit nicht gewählt habe, weil ich es ihm nicht zugetraut hätte, zum Ergebnis gekommen ist, dass es notwendig sein wird, in diese Detailprüfung einzusteigen und nun diese 2257 Protokolle im Original vorzulegen sind, damit eben halt ein möglicher Übertragungsfehler zwischen dem eigentlichen Willen des Souveräns und dem, was dann hinterher transportiert wurde, aufgeklärt wird. Ich sehe daran eine riesengroße Chance dafür, denn man hat dem Souverän schlichtweg mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, gleich mehrfach, mit dieser Wahl, so wie sie abgelaufen ist. Man hat damit die Demokratie noch weiter beschädigt, als das in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und damit im Übrigen auch noch mehr ein Tor geöffnet, das sich automatisch verbreitern wird, wenn man das nicht ernst nimmt. Und ich bin froh darüber, dass hier zumindest auch viele Bürger, ja, als ich aufgerufen hatte, schicken Sie uns, was auch immer Sie erlebt haben. Es haben sich Hunderte gemeldet, immerhin. Und wenn Sie sich an vielen anderen Stellen anschauen, wie viele sich für eine politische Entscheidung interessieren, dann sind das eben halt nicht einmal Hunderte, sondern allenfalls eine Handvoll. Ja, wenn Sie sich angucken, wer in Parlamenten, wer in den Ausschüssen tatsächlich mal vorbeikommt und sich anguckt, was da passiert. Es interessiert die Menschen nicht. Und insofern möchte ich deutlich machen nochmal, es ist das Schimpfen auf die Politiker ist fatal, weil es genau die Frage der Verantwortung, auch im ganz klassischen verantwortungsethischen Sinne, falsch beantwortet. Verantwortlich für all das, was in diesem Land passiert, ist der Souverän. Wir alle gemeinsam und insbesondere jeder, der sich nicht interessiert. Ich möchte eine kurze Schlussrunde jetzt hier bitten, bevor wir dann in die Fragen von Ihnen einsteigen, in die Fragerunde, weil ich möchte fragen, ist das denn wirklich so? Ich möchte es ein bisschen zuspitzen am Beispiel der Landwirtschaftspolitik, die wir hier gerade sehen. Wir erleben eine Landwirtschaftspolitik, die die Landwirte dazu zwingt, weniger anzubauen, weniger zu düngen, weniger Flächen anzubauen. Das hat massive oder es wird massive Folgen auf unsere Ernährung oder auf die zur Verfügung stehenden Lebensmittel haben. Gerade wenn man sich jetzt noch das Ukraine-Desaster ansieht, das wird weltweit auf den Märkten zu gigantischen
Verschiebungen führen. Wir selber müssen uns hier noch nicht so arg vor einer Hungerkrise fürchten, weil wir haben noch genug Geld, das teuer werdende Getreide dann einzukaufen. Irgendwie. Wir nehmen es den Armen weg im Prinzip. So, aber irgendwann wird es uns auch hier treffen. Die Dänen gehen ja mit einem ganz schrecklichen Beispiel oder sind mit einem ganz schrecklichen Beispiel vorangegangen. Die haben 2004, 2005 eine Düngeverordnung beschlossen, nach der die Düngemengen so drastisch reduziert werden mussten, dass kein Brotgetreide mehr angebaut werden konnte. Also das reichte einfach nicht mehr, um diesen wertvollsten Weizen anzubauen. Dänemark musste Brotweizen importieren. Erst 2015, 2016 ist denen aufgegangen, so, wir machen das jetzt anders. Jetzt dürfen die wieder mehr düngen. Jetzt kann wieder der Brotweizen auch wachsen als sehr anspruchsvolle Sorte. Das dauerte zwei Generationen, bis die wieder ihren eigenen Brotweizen ansehen können und heimbringen können. Das sind also ganz massive Beschränkungen, die teilweise auch ans Existenzielle geht, beschlossen von einer relativ kleinen Gruppe. Wenn man den Souverän fragen würde, sollen die Landwirte weniger düngen und du hast weniger zu essen, ich glaube kaum, dass die dann dafür stimmen würden. Also mal so weit so stark zugespitzt, stimmt denn dieses Modell und was haben wir denn oder was hat der Verbraucher oder was haben die Menschen denn für eine Möglichkeit, entweder jemanden haftbar zu machen für solche Folgen oder überhaupt etwas dagegen zu machen? Vielleicht fangen wir, wenn Sie weiter, dann machen wir so eine Runde dazu. An dieser Frage würde ich es gerne nochmal zuspitzen. Die Möglichkeit, jemanden dafür in Verantwortung zu nehmen für eine solche Fehlentscheidung, da sind wir auch schon wieder eigentlich am Anfang, ist die soziale. Wenn man sich mal überlegt, ich weiß nicht, wer vielleicht auch historisch den einen oder anderen SPD-Ortsverein noch so aus den 80er Jahren kennt. Da saßen dann auch in einem kleinen Ort, wie in meinem Heimatdorf, mit etwa 6000 Einwohnern, saßen ungefähr 150 Leute jeden zweiten Dienstag im Monat zusammen. Und das war die Minderheitspartei. Bei der CDU saßen noch deutlich mehr. Und wenn dann jemand so einen Unfug, egal auf welcher Ebene, gemacht hat, dann funktionierte das, so wie im Übrigen auch zum Beispiel das Remonstrationsrecht und die korrespondierende Remonstrationspflicht bei dem Amt, es funktionierte. Es meldet sich nach oben eine Welle durch und dann kam an, hör mal, können wir so nicht machen. Haben wir schon mal daran gedacht, dass? Ja? Auch Schwarmintelligenz ist das ja faktisch, nichts anderes. Die Leute kommen aber nun mal nicht mehr. Sie interessieren sich dafür nicht mehr. Sie interessieren sich auch deshalb, aber ich glaube, dazu müssten wir eine komplett neue Runde aufmachen mit mindestens zwei weiteren Stunden. Sie interessieren sich auch deshalb nicht mehr dafür, weil das Bildungswesen so ist, wie es ist. Weil es die Menschen häufig, also einfach gar nicht dazu ausgebildet werden, schon schulisch, Zusammenhänge tatsächlich sich zu erschließen, auch eigenständig zu erschließen. Das, was Sie ja gerade für Dänemark beschrieben haben, ist ja nichts anderes als auch der große Plan des großen Vorsitzenden Mao Zedong, ja, bei dem wir die ganzen Spatzen endlich mal loswerden, diese Schädlinge. Und die Folgen sind auch bekannt mit je nach Rechnung zwischen 40 und 80 Millionen Hungertoten. Wir werden Ähnliches auch erleben im Übrigen durch diese gratis mutige Kriegspolitik, die da gerade betrieben wird. Denn bis jetzt ist ja noch keine Ernte in der Ukraine ausgefallen. Das wird erst noch kommen. Und was das wiederum als Hunger für die Welt bedeutet, muss man eben halt auch mit einpreisen. Und auch das geschieht nicht. Also, was man machen kann, ist, es ist so simpel und gleichzeitig so schwierig. Die Menschen müssen sich für ihr Staatswesen aktiv interessieren. Es reicht nicht, als Konsument, als Verbraucher da zu sitzen, sondern man ist der Souverän und der Souverän regiert auch. Wenn der aber die ganze Zeit nichts macht und salopp gesagt faul irgendwo in der Ecke liegt, naja, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen und genau das passiert hier die ganze Zeit. Naja, sehen Sie das auch so? Ja, in etwa schon, weil ich habe die Beobachtungen ja auch gemacht, dass es, wie gesagt, in meiner Jugend sehr viel mehr Debatten auch gab. Also ich war damals bei den Friedensdemos sehr engagiert und wir haben als Schülersprecher oder Schüler-Selbstverwaltung, wir haben Podiumsdiskussionen mit Politikern gemacht und es waren also immerhin war das noch so, auch so brennende Themen damals, die,
die uns, also Nachrüstungsdebatte war damals, Atomkraft war damals, und dann 1986, da habe ich dann schon studiert, da war dann Tschernobyl passiert und sowas. Da waren dann diese Dinge plötzlich, ja, die haben uns so auf die Straße auch getrieben. Also ich meine, heute treibt uns mal die Pandemie auf die Straße wieder. Okay, das ist auch schön, dass die Leute jetzt aufwachen. Deshalb habe ich doch durchaus mehr Hoffnung als Sie vielleicht in der Sache, dass sich etwas bewegt, weil die Menschen sagen, nein, bisher lief es ja so einigermaßen ganz gut. Jetzt haben wir über 30 Jahre Neoliberalismus in einer unipolaren und nicht mehr Blockkonfrontation gehabt, sondern eher eine herrschende Wirtschaftsform gehabt, und die bricht gerade zusammen offensichtlich. Also ich sehe es in dem Zusammenhang auch, dass wir jetzt, was eigentlich 2019 hat das ja nun fast jeder Wirtschaftsjournalist auch geschrieben, von der Financial Times bis Handelsblatt, dass 2020 vermutlich ein Rezessions- oder sogar Weltwirtschaftskrisenjahr werden wird, und plötzlich kommt dieses Virus um die Ecke. Da habe ich dann auch eins und eins zusammengezählt und habe gesagt, naja, die versuchen hier jetzt irgendwas zu vertuschen. Es scheint die Finanzkrise von 2008, 2009 nicht aufgelöst worden zu sein. Damals hat man mit der Schweinegrippe gedroht, und Frau Merkel hat dann nochmal Geld in die Banken reingepumpt. Auf eine Art, wo ich sie dann ja mal gefragt habe, wie viele Banken müssen eigentlich noch krachen, bis mal einer dieses Casino hier schließt. Ne? Und ja. Da hat sie sehr weise damals übrigens geantwortet, das kann man noch im YouTube mal nachsehen, das war ganz, ganz lustig fast. Also die hatte auch Humor, die Frau. Sie hat dann so gesagt, naja, in der DDR wurden die Banken erst verstaatlicht und dann ruiniert, und im Kapitalismus ist das halt umgekehrt. Und da habe ich auch gedacht, ja, also es war eigentlich nicht genau die Frage, die ich so beantwortet haben wollte, aber sie hatte das durchschaut. Und jetzt sehe ich, dass wir an so einer Zeitenwende wie 89 wieder stehen. Und deshalb ist auch die Politisierung, glaube ich, in unserer Bevölkerung sehr groß geworden. Gut, die einen regen sich auf jetzt über die Maskensachen, ich habe mich genauso drauf, und jetzt über die Impfpflicht, von der ich übrigens halt denke, dass sie durchgesetzt worden ist schon. Also ich denke nicht, dass der Bundestag sich nochmal damit befassen wird, sondern die haben das über die WHO-Pandemieverträge uns längst reingedrückt. Wir haben in den Paragraph 29a des Infektionsschutzgesetzes eigentlich den Bundestag schon entmachtet. Ja, deshalb habe ich gegen den so demonstriert, 29b war das, glaube ich. Und die haben da schon reingeschrieben, der Bundestag, der ist gar nicht mehr entscheidungsbefugt, ob wir Pandemie haben oder nicht, sondern die Pandemie stellt die WHO fest. Ja, ja. Und was das für ein Verein ist, haben wir ja gesehen. Also die kriegen Geld einerseits aus China und andererseits von einem Softwareunternehmer. Und so diese Dinge, die spielen ja jetzt da eine Rolle, und wir sind letztlich dann ja Verbraucher. Ich sage immer, Verbraucher ist Bürger. Also ich sehe unsere Bürgerrechte mehr in Gefahr als die Verbraucherrechte, aber wir können das Thema so, wie wir es ja besprochen haben, auch diskutieren unter Verbraucherrechtsschutz, wie auch immer, Verbraucherrechte. Aber ich sehe uns in einem viel größeren Umbruch im Moment, der wahrscheinlich auch einhergehen muss mit diesem Krieg im Moment. Also ich habe vor 2 Jahren eine Rede dann gehalten, nach langer Zeit. Ich habe sonst Friedensdemos nicht mehr besucht gehabt, aber vor 2 Jahren habe ich hier in Berlin auf einer Friedensdemo eine Rede gehalten und habe gesagt, dass ich den Zusammenbruch, den ich im Moment sehe, den wirtschaftlichen, in einer Kriegsgefahr münden sehe, und dass diese Defender 2020 NATO-Übung meines Erachtens also die Vorstufe zu diesem Krieg sein wird. Ich wusste nicht, wann der wie mit wem stattfinden wird, aber ich habe es mir ausmalen können. Und ich denke, jetzt sind wir deshalb auch, wir müssen jetzt tätig werden alle. Also es ist schön und gut, dass wir gewisse Dinge der Korruption in der Politik beklagen, aber wir stehen in einem wirklich also schweren Konflikt, der uns noch ganz schön auf die Füße fallen kann. Und ich denke, dass also die Szenarien, dass Hunger ausbricht und so weiter in manchen Ländern, ich war letzte Woche noch in
Tansania gewesen. Ich bin viel auch im Jemen für humanitäre Wasserprojekte unterwegs. Und da sagten die mir als Erstes schon, ja, uns gehen auch die Düngemittel aus. Wir haben also in Tansania, ist eigentlich auch ein gutes Land mit Agrarwirtschaft und Ähnlichem. Und die fragten mich, ob ich irgendwo Kontakte hätte, dass sie bestimmte Düngemittel kriegen können. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ne? Ich habe auch keine Kontakte, aber ich habe das einfach zur Kenntnis genommen, wenn mir so ein Minister das so sagt. Ich weiß gar nicht, wen ich hier anrufen müsste, um dem zu helfen. Ja? Aber es wird also tatsächlich dazu kommen, und ich meine auch die gegenwärtige Krise, deshalb bin ich so, nicht nur, weil ich vor dem Atomkrieg Angst habe, also den glaube ich, den werden wir wahrscheinlich so auch nicht bekommen, aber es ist diese martialische Sprache, die gebraucht wird, statt Diplomatie zu walten zu lassen und mal wieder zu sehen, wir müssen den Krieg beenden und nicht verlängern. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir uns diese Probleme, die danach sonst kommen, nicht noch ins Haus holen. Also die Ukraine ist sehr nah dran bei uns, und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn das da so richtig noch mal knallt, was dann für Probleme für uns alle kommen. Und deshalb sage ich mal, wir müssen die Debatte führen überall, und ich denke, dass viele Bürgerinnen und Bürger jetzt aufwachen auch. Also wir merken doch seit der Pandemie, dass die Leute spazieren gehen. Ja, obwohl sie es nicht durften und so. Also ja, ja, es kommen, aber das ist, und das sind jetzt nicht die üblichen Demonstranten, die ich seit 40 Jahren auf allen Demos immer treffe, die halt, so wie ich auch immer, gegen alles mal demonstriert haben. Ja. Sondern jetzt kommen mal neue Leute, ja, frisches Blut dabei. Also da kommen Leute, die plötzlich auch im Anzug gekleidet sind und sich irgendwie halt daran beteiligen, wo ich sage, jetzt ist Demokratie, es ist wie 89 in der DDR, wo dann die Leute gesagt haben, ist mir doch jetzt egal, was die aktuelle Kamera sagt. Und natürlich hat auch keiner angerufen bei Honecker und hat gesagt, wir wollen eine Demo gegen die Mauer machen. Und Honecker hätte dann gesagt, nö, ist nicht. Und dann hätten wir gesagt, ach so, na dann halt nicht. Nein, ja, wir müssen jetzt auch wieder das auf die Straße tragen. Und das glaube ich, wir können mit solchen Veranstaltungen wie heute Abend auch dazu beitragen, den Leuten ein bisschen die Augen zu öffnen und sagen, macht was, tut was. Und das wäre mein Schlusswort für diese Runde. Ja. Herr Thesen. Ja. Ich habe ja noch das Mikrofon, ach, war das gar nicht dann. Ja, ich glaube, ein wesentlicher Gesichtspunkt ist in der Tat diese Uninteressiertheit der Bürger, aber auch diese Unwissenheit der Bürger. Wie können denn Entscheidungen, wie Sie sie geschildert haben, mit Düngemitteln auf breiter Basis politisch durchgesetzt werden, wenn nicht tatsächlich dort die Wahlbürger das mittragen? Die sind dann genauso unwissend oder unfähig wie die Leute, die sie gewählt haben. Und da ist in der Tat die Ursache, es ist richtig angesprochen worden, unser Bildungssystem, dass ja die Kinder, sage ich mal, in meinem Alter habe ich das Recht dazu, die Kinder dazu nicht mehr befähigt, auf der Basis von wirklich erlerntem Grundlagenwissen dann Entscheidungen zu treffen, sondern die kriegen ja nur noch Kompetenzlösungsverfahren und ähnlichen Blödsinn eingetrichtert, wissen aber nichts. Mir fällt da vor Jahren so eine Karikatur. Karikaturisten sind ja Menschen, die es auf den Punkt bringen können. Ja? Abseitiges Beispiel, das Bildchen. Da marschieren zwei Typen, so richtige Neonazis mit Springerstiefeln, weißen Schnürsenkeln drin, meine Frisur, Bomberjacke und eine Fahne auf der Schulter mit einem Hakenkreuz dran. Dreht sich der eine zum anderen um. Du sag mal, wer war denn eigentlich dieser Hitler? Und da, finde ich, hat der Karikaturist eine ganze Generation getroffen, unabhängig davon, dass er sich gerade mit dieser Sorte von Narren befasst hat. Es trifft die anderen alle auch. Und wenn man sich heute mit jungen Leuten unterhält, schauen Sie, ich habe auch eine Anekdote, in meinem Alter hat man ja viel erlebt. Ne? Ich stehe mit einer jungen Kollegin auf dem Gerichtsflur im Gerichtsgebäude an der Fürther Straße. Da hängen aus den staatlichen Gemäldesammlungen hängen wunderschöne Porträts unserer bayerischen Könige. Ja? Und da stehen wir vor einem Porträt von Ludwig I. Und da steht er in seinem Ornat. Und auf dem Tischchen neben ihm liegt die Krone. Und dann frage ich zuerst einmal die Kollegin, eine Nürnberger Kollegin, ja, wer ist denn das? Weiß ich nicht.
sagen, naja, König Ludwig I. und so weiter, ja. Und da, warum liegt denn eigentlich die Krone auf dem Tisch? Da hat doch ein Ornat an. Wieso hat er nicht die auf dem Kopf? Das weiß ich auch nicht. Ne? Dabei sollte man ja eigentlich als bayerischer Abiturient wissen, dass die bayerischen Könige die Krone deswegen niemals aufgesetzt haben, weil ihre Königswürde von Napoleon kam. Und diese, das war doch zu peinlich. Also hat man den Königstitel zwar angenommen, aber nicht. Aber solche Basics, die eigentlich ein bayerischer Abiturient wissen sollte, nicht, ist dann bei einer ausgewachsenen jungen Rechtsanwältin nicht da. Und da meine ich schon, das ganz große Thema ist das Bildungssystem, das wirklich wieder, wie es früher bei uns mal gewesen ist, wissensbasiert als erstes und dann geht das Denken los. Und daran fehlt es bei uns. Und dann ist es möglich, dass Bürger solche Knalltüten von Politikern wählen, die solche Dinge tun wie diese Düngemittelgeschichte, weil sie das ja auch gut finden. Da hat der Grüne gesagt, das ist so, das ist ja wahrscheinlich richtig. Ne? Also, das ist unser Problem. Wir brauchen, die Demokratie braucht Demokraten. Und Demokraten sind Menschen, die tatsächlich was vom Leben verstehen, ihre Lebenserfahrung in ihre Entscheidungen einbringen und kein Stimmvieh oder wie unser Franz Josef Strauß gesagt hat, Vox Populi, Vox Rindvieh. Ja, Dankeschön. Bitte, wie sehen Sie das, Herr Tietke? Danke. Ja, man kann natürlich, es wurde ja heute viel über Natur, jetzt, das ist eine Frage, die betrifft die Natur und wir haben viel über Recht gesprochen. Aus der naturrechtlichen Sicht vielleicht nochmal, was ist mit Naturrecht gemeint? Wenn man dann fragt, erhält man ganz viele unterschiedliche Antworten. Und wie wäre eine naturrechtliche Lösung? Natur ist ja nicht gemeint, ich gehe in den Wald und er gibt mir Rechte, ja, sondern ja, also, ja, die Natur, die Mutter Gaia kommt und betitelt mich, gibt mir Rechtstitel. Das meinen wir nicht, wenn wir natürlich sagen, meinen wir in der Regel unerzwungen. Ja. Was wäre passiert oder wie hätte sich es, auf welche Regeln des Zusammenlebens wären wir gekommen, wenn es nicht einen Gewaltmonopolisten geben würde, der sagt, mach das Recht und ich setze das einfach fest, sondern wenn unerzwungen die Menschen das hätten vereinbaren können. Und da wäre man zu dem Satz gekommen, naja, wer einen anderen zu einem Verhalten zwingen will, das er sonst nicht ausführen möchte, der muss ihm erstmal nachweisen, und zwar beweisen. Ja, der den Zwang will, muss beweisen. Das gehört also zu den zwei wichtige Grundsätze friedlichen Zusammenlebens, kennen wir fast alle. Das erste ist primum non nocere, zuallererst füge kein Leid zu. Wenn ich den Landwirt natürlich zwinge, würde ich ihm ein Leid zufügen. Außer ich kann sagen, du bist deinerseits ein Schädiger und kann ihm das beweisen. Ja, die Juristen sagen ja dann, und zwar nicht nur irgendwie, sondern das muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sein und es dürfen keine vernünftigen Zweifel mehr verbleiben. Ja. Da habe ich auch im Aufsatz nachgewiesen, dass man mit den Methoden der Klimaforschung und dem, was man auch teilweise bei den Krankheitswellen vorgebracht hat, diesen Beweis a priori nicht erbringen kann. Das geht nicht. Es ist nicht möglich, bei komplexen Phänomenen mit Rückkopplungen in die Zukunft gesehen diesen Beweis zu erbringen. Und dann hätte man, wir kennen auch noch den zweiten Grundsatz friedlichen Zusammenlebens, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, und im weiteren Sinne sagen wir, im Zweifel füge kein Leid zu. Ja, warum wollte der liberale Jurist des 18. und 19. Jahrhunderts das nicht? Ja, weil das Zufügen von Zwang ist ja sicher. Ja, ist ja sicher ein Leid zufügen. Ja. Und wenn ich dem jetzt nicht beweisen kann, ohne dass vernünftige Zweifel verbleiben, dass er seinerseits ein Schädiger ist, ja, dann bin ich ja der Schädiger. Ja. Und das wäre also der wichtige Punkt. Und dann kann man natürlich, also ein Punkt sozusagen, kann man dem Landwirt das nachweisen, dass er einen Schaden hat. Ne? Warum sollte man einen Schaden verursacht? Nicht einen Schaden hat, sondern einen Schaden verursacht. Ja. und wer ist dieser Schaden? Und dann kann man natürlich noch sagen, abmildern, und weil wir es über Politik und Verantwortung haben, ist die Größe der politischen Einheit. Es gab mal eine empirische Studie, die wurde komischerweise nicht sehr populär, dass über 50% der Leute nur dann mit ihren Kommunalpolitikern einverstanden sind, also ihr Wohlmeinen größer ist als ihr Missmut mit den Kommunalpolitikern, wenn die politische Gemeinde kleiner als 2000 Bürger ist. Viele Probleme der Verantwortung hat man dann ja gar nicht. Der ist greifbar
in einem kleinen Ort wie meinen, da steht der Bürgermeister auch beim Metzger, der wird ja nicht abgeschirmt von Sicherheitspersonal. Man weiß, was der tut. Man ist auch damit, man sagt, hätte er so eine große Turnhalle braucht. Ne? In der Schweiz sieht man das auch. Das heißt, dass man die Entscheidung nicht einem großen Machtmonopolisten, der dann mit Lobbyismus das überall gleich durchsetzt, jetzt darf niemand auf der ganzen Welt mehr düngeln, weil ein für alle Mal erwiesen ist, dass wenn man düngt, dies und das düngt, ne? Also dass dann der Boden erodiert und es schlecht ist für die Kleinorganismen. Ich weiß nicht, was da, ich kenne mich in der Sache nicht aus. Ne? Das ist jetzt nur so, was ich mir vorstellen kann, was als Argumentation vorgebracht wird. Und wenn man viele kleine Einheiten hat, hat man automatisch auch noch die Möglichkeit, und das kann man handlungslogisch sagen, ich kann wechseln. Ne? Ich kann dann sagen, oh, jetzt ist mir das Regime Meier in meiner 2000 Seelengemeinde, ja, ist mir zu streng. Ich wechsle über zum Regime Schmidt im Nachbarstadtteil oder sowas. Ne? Also da kann man schon was dazu sagen. Viele kleine gesellschaftliche Einheiten und dann wirken die Leute auch mit. Warum sitzt denn niemand? Im Stadtrat sitzen ab und zu bei kleinen Gemeinden. Da ist hinten auch manchmal voll, wenn es um einen besonderen Verein geht oder um eine große Investition. Die Schule soll saniert werden oder nicht. Ne? Weil man den Eindruck hat, dass man nichts bewirken kann. Also im Bundestag, dass man auch nicht die Leute ansprechen kann. Die trifft man ja nicht normalerweise Führer großer europäischer politischer Nationen beim Bäcker oder beim Metzger. Das wird denen ja eingekauft und gekocht. Und das kann man also für die Hühner wäre das dann der Tipp vielleicht kleinere, weniger Füchse. Kleinere Füchse und weniger Füchse. Dankeschön, Herr. Dürr, jetzt blenden wir so abschließend nochmal aufs Matterhorn zurück und betrachten das nochmal aus einer totaleren Perspektive, aus einer Vogelperspektive. Ja, vom Matterhorn, der Blick irgendwie, es ist so der Google Earth-Blick, ja, ein bisschen, nicht? Und das ist, glaube ich, auch was gut tut in diesen Zusammenhängen. Versuchen, also wenn man schon darüber reflektiert, diskutiert, überlegt, was könnte man unternehmen, dass man mal versucht, aus sich selbst zu kommen und von versuchsweise von außen das Ganze anzuschauen, das ganze Phänomen, eben große Bewegungen auch. Und ich glaube, da, wenn das gelingt, also wenn man quasi die Gesellschaft so anschaut wie auf Gullivers Reisen, diese Lilliput-Gesellschaft, nicht? Wo da steht Gulliver und am Boden sind die ganz kleinen, so ameisengroßen Leute da, die ihrem König huldigen. Der König, der ist etwa so groß, nicht? Und die sagen zu ihm, du bist der Größte und Mächtigste von allen, wir verehren dich, nicht? Und man schaut das so an, also ungefähr dieser Blick, nicht? Und da spürt man natürlich auch die Ironie und die Relativität, wenn man dann wenn da diese Kleinen so hochschauen und finden, es geht gar nicht ohne diesen König. Mich erinnert es auch an ein anderes Bild, wir sind aber Anekdoten und so, nicht? Oder das ist nicht Anekdote, aber ein anderes Bild, eine andere Geschichte. Man verehrt eben diesen König bei den Lilliputanern oder man traut dem Fuchs da eine Kompetenz im Hühnerstall zu oder man glaubt an den Staat, ist für mich immer noch rätselhaft, aber ja. Oder man macht es, das ist ja eine andere Hühnerhofgeschichte, die Tierfabel von Chantecler, eine französische Tierfabel, etwa 100 Jahre alt. Das ist die Geschichte, im Hühnerhof gibt es den stolzen Hahn Chantecler und der ist deshalb so wichtig, hat eine so große Autorität und Macht, weil er ist, der am Ende der Nacht kräht und dann geht die Sonne auf. Ja. Wenn es den nicht gäbe, hätten wir das Licht und die Wärme nicht. Und das kommt mir immer in den Sinn, wenn man mich fragt, ja, aber du mit deiner Anarchie, und dann bist du erst noch Rechtsprofessor, wie soll denn da Recht funktionieren? Dann sage ich, das kommt mir doch bekannt vor aus dieser Geschichte da. Als Chantecler dann mal herausgefordert wird, nicht, von einem jungen Hahn, der da sagt, ja, das ist gar nicht wegen deines Krähens, dann gibt es den großen Kampf und irgendwie, es kommt sogar noch dazu in einem nächtlichen Kampf,
plötzlich hat man gekämpft und gestritten und die Sonne ist aufgegangen in der Zwischenzeit. Nicht? Und trotzdem, das ist dann die Ironie dieser Fabel, er hat immer noch seine Anhänger. Er macht etwas ganz Geschicktes. Die Sonne kommt so über den Horizont und dann sieht er es plötzlich und dann kräht er noch kräftig, weil es braucht seinen Schrei, damit die Sonne auch wirklich hochkommt. Nicht? Ja. So, und ich glaube, so ist es ein bisschen, die noch immer an den Staat glauben. Immer, es spricht alles dagegen, dass der nur Nachteile bringt, dass er Hungersnöte bringt. Ich finde das Beispiel hervorragend. Und ich sage manchmal auch, wenn es dann zum Weltstaat kommt, es ist nicht unmöglich. Nicht? Es gibt solche Horrorszenarien, apokalyptische Szenarien, die sind nicht ganz unmöglich. Es gibt gewisse Dinge, bei denen sogar Xi Jinping und Putin und Biden einig sind, zum Beispiel wenn es um den Umweltschutz geht. Nicht? Also sogar die Erzfeinde, die ganz Großen, finden noch Gemeinsamkeiten. Sie behaupten, es gäbe da Klimawandel und solche Dinge, der menschengemacht sei. Und schon haben wir eine Vorstufe eines Weltmachtkartells. Also ich meine, es ist nicht ganz unmöglich, dass es einen Weltstaat gibt und dann verhungert die Menschheit. Das glaube ich ohne weiteres, unter anderem aus nicht nur Düngeprogrammen, aber da wird natürlich jede wirtschaftliche Produktivität abgewürgt. Also das ist möglich. Und deshalb meine ich, ist es wichtig zu sehen, dass es diesen Hahn wirklich nicht braucht, dass die Sonne noch ganz hoch kommt. Diese Wärme und dieses Licht kommt auch und ist auch bereits in der Gesellschaft da, nicht? Die Gesellschaft mit dieser ganzen Verhaltensevolution, die hat die Fähigkeit in sich zu organisieren, nicht das Paradies zu schaffen, das sicher nicht, aber eben wenigstens nicht die Hölle. Und ich wäre sogar zuversichtlich, nicht gerade das Paradies, aber dass es recht gut funktionieren könnte in einer Gesellschaft, wo dann auch die Strukturen auf die Größe zurückfallen, wo sie wirklich echt getragen sind. Nicht? Also eben diese kleinen Einheiten, die jetzt eben das Thema waren, der Ausspruch von Hans Hoppe, Europa der 1000 Liechtensteins. Es gibt auch andere ökonomische Modelle, die FOCI, Functional Overlapping Competing Jurisdictions, so ein Modell, dass man sagt, es braucht Organisationen, Infrastruktur, Ausbildung, Krankheitswesen und so weiter, das braucht's, aber das sind überschneidende, funktional ausgerichtete Einheiten und nicht irgendetwas top-down darüber gestülptes, wo es der gleiche ist, der Kindergarten, Kehrichtabfuhr, Justizwesen, Gesundheit, immer der gleiche. Nicht? Und der kontrolliert sich dann auch noch selbst. Nicht? Eben nicht so, sondern... Und das sind, glaube ich, Strukturen, die sind nicht aus einer anderen Welt. Das spürt man ja, wo es ein Ehrwohl ist und wo man eben dann diese Probleme hat. Deshalb würde ich Sie sehr ermuntern, wagen Sie, über Alternativen nachzudenken, wo es diesen Fuchs da nicht gibt. Das ist, glaube ich, eine Überlegung wert. Vielen Dank auch für die schöne Fabelgeschichte. Und danke gleichfalls für die interessante Runde. So, die wird jetzt beendet.